hard to be someone else. All we want is please. Giving us, giving no time to breathe. This is our identity. Gucken wir mal, ob wir heute vielleicht mal den Erste-Hilfe-Schein machen können. Den Führerschein. Aber erstmal muss ich zusehen, dass ich zur ACLS-Besprechung komme. Ist vielleicht auch noch ein bisschen laut. So ist vielleicht besser. Looting. So. Da stehen wir wieder im Hotel. So, holen wir erstmal das Auto raus. Ausgehen. Ju. Mit dem Dude hier können wir dann nur auschecken. Ne? Super. Super, super, super. Gemutet bin ich an. So, erstmal zur Arbeit fahren. Mich würde zum Beispiel gar nicht so doll stören. 6 Stunden, meistens bin ich so und so. Circa 6 Stunden im Dienst, aber. Ja, manche Firmen müssen halt irgendwo vielleicht länger mal im Dienst sein. Legit. Kann ich verstehen. Verfolgt. Ja, tut er bestimmt.
Holy shit! Audi! Audi! Musst du nicht so rumbrettern. Hallo. Na? Wollten Sie etwa gerade auf meinem Parkplatz parken? Nee. Gut. Da hinten. Guten Abend. Ich hab gehört, wir haben eine Besprechung. Hallo. Charlie? Ja? Ich muss mit dir meckern. Mit mir? Ja. Warum? Du fährst einen grauen Ingot. Ja. Du hast den fast auf meinem Kopf ausgepackt. Was, echt? Ja. Das konnte ich doch nicht wissen. Hm? Von da oben. Ich war doch oben in meinem Hotelzimmer. Das war das neue Hotel, was ich ausprobiert habe. Hm? Und von da oben kann man das doch ganz schlecht sehen. Brauch Licht. Oh, es tut mir leid. Ich kann zwar nichts dafür, aber es tut mir leid. Ich müsste erstmal in Dienst gehen. Ich weiß nicht. Ich erstmal warten, bis ein höherrangiger im Dienst ist. Weil. Dann war mein Liebling, ich bräuchte ein Licht. Ciao, ciao. Was hast du nur da? Hm? Ja, wenn das ein Zweisitzer ist, dann muss Basti halt mit Parkkutsche vorliegen nehmen. Ansonsten schicke ich den Charlie los. Das scheint so, als ob ich in Dienst gehen soll. Mir hier einstechen. So. Wünsch eine gute Weiterfahrt. Doch. Halt die Klappe. Nein. Doch. Fängst du an, mit mir zu diskutieren, schmeiß ich dich in den Kofferraum von dem Wagen, fessel und knebel dich und versenk dich im Meer. Soll ich nochmal kurz weggehen? Ja, bitte. So 10 Minuten, reicht das? Nein. 10 Minuten hat er noch nicht mal angefangen. Ich bin Dauerarbeiter, Charlie. Alles klar. Diese Bilder. Diese Bilder. Nein. So, Frau Hoppel, bewegen Sie bitte Ihr Fahrzeug hier runter. Das ist für Kunden vorgesehen, die noch nicht bedient wurden. Da hinten kommt ein Kunde, der ist schon bedient. Im Auto nachzuurteilen, könnte das Timothy sein. Das ist der Timothy. Und das kenne ich keiner, der eine Banshee fährt mit dem Spoiler. Hallo. Und mit der hässlichen Farbe. Ja. Hallöchen. Der Timmel. Ja, ich fahre den kurz weg. Moment. In Denver. Nö, ich habe nichts zu machen. Wir warten auf Percy, bis er kommt, weil ich habe noch Sachen von ihm. Ich glaube, dass der Kundending belegt ist. Achso. Der Kundenparkplatz, ja. Hat die mich gerade Captain Blauhaar genannt? Ja. Also Captain Blaubär, das ist Copyright, er wollte sie nicht benutzen. Ich glaube, ich muss ihr mal ganz kurz was einführen. Bär oder senkrecht?
Importpapiere habe ich 4 Stück. Grüß dich, Walter. Hallo. Nee, halt. Ich bin nicht Walter. Genau, eben. Walter, kurze Haare, kurze graue Haare, Hiro. Du warst der... Charlie. Bitte? Ich bin der Charlie. Charlie, genau. Namensgedächtnis vom Herr wurde ich nicht so besonders. Ja, nicht schlimm. Ich kann mir auch Leute schlecht merken. Also, ich erkenne Leute auch nicht so schnell wieder. Außer man hat jetzt schon ein bisschen länger zu tun. Das stimmt. Nee, hey, wusstest du schon, kann dieses zusortieren und so weiter, kann ich dich. Das ist schon eindeutig erkennbar an deiner schicken Mütze. Mir ist nur der Name einfach entfallen. Auch nicht schlimm. So. Schon ein Haufen Kundschaft hier, oder? Ach, mit der Enduro da hochhüpfen, das finde ich ja wohl auch fast echt fraglich. Enduro sage ich schon, mit dem Joghurtbecher. Ah. Da geht doch die Schwinge kaputt. Weiß ich nicht. Wie baut es? Er schätzt halt außergewöhnliche Parkplätze offensichtlich. Der Rodriguez. Hey, na. Hallo. Wo ist da? Ja, auch gut. Und dir? Ich hab gerade mit SMS geantwortet. SMS, was? Wann, wo, wann? Bei Up and at Home, Firmentelefon. Abmelden. Hatte ich jetzt heute noch nicht die Chance, ins Telefon reinzugucken. Achso, okay. Nee, war 2 Tage nicht da. Ach so, okay, die habe ich glaube ich gestern oder vorgestern geschrieben, bin mir nicht mehr sicher. Ja. Also ich muss das Bike da runterstellen, ey. Mahlzeit. Hallo. Mahlzeit selbst. Versuch's. Okay. Da kann die dann noch drauf antworten, also nicht sofort, das habe ich irgendwie kein Konzept, aber... Nee, aber wie halt beim Bennys so, hatte ich das geplant, gesagt, getan, dass ich da einfach mal Preis im Kopf hab. Mhm. Aber lassen Sie schon Zeit. Ist ja noch nicht. Es wird zum Wochenende. Alles klar, ja, Scheiße. Vielleicht habe ich ja Glück und. Habt ihr jetzt denn? Schlüssel kommt bald. Ja. Dann drücke ich die Daumen. Und ich hoffe. Bis nachher. Ciao, ciao. Einen wunderschönen guten Abend an die restlichen Ladies, die soeben aufgetaucht sind. Außer dir. Ach Gott, Heberle. Das sagt mein, hat meine Frau auch immer gesagt, aber ist gut. Ja, die hat sich gefragt, wann du endlich drin bist. Oh Gott, Heberle. Nee, eher so, oh Gott, Heberle, bist du endlich fertig? Ja, nein, komm, uns heute einfach mal nicht bekriegen, da Paul, ich hab heute keinen Bock drauf. Nein, ich bin heute lieb zu dir und du bist lieb zu mir. Percy. Wieso? Weil ich keinen Bock drauf hab heute. Oh, was denn? Warum bist du so schlecht gelaunt? Nur weil mein Alter heute theoretisch mit mir Hochzeitstag hätte und den lieber mit dem blöden Arschloch von Postband verbringt. Was? Ich hab blödes Arschloch gehört, ich bin da. Hallo Percy, bleib mal kurz. Verdammt, wann weißt du, wie du kriegst deine 2 aufgeweichten Pommes? Oder oh so? Ja, die sind jetzt noch salziger als vorher. Ja, aber die hast du irgendwie da vorhin mitgenommen, auch wo wir schwimmen waren. Ja, schwimmen. Entschuldigung. Der war gut. Also ich hab's ja geschafft, ich weiß nicht, was du geschafft hast. Ich bin abgerutscht.
Aber richtig. Wolltet ihr von der Brücke springen oder was war der Plan? Wir sind das, von der Brücke gesprungen. Das war ein wunderschöner Plan, Abend, David. Aber warte kurz. Einen aber wunderschönen guten Abend. Ja, Nielsen. Hallo. Hi, Charlie. Ja. Hi, Mira. Hi, Sven. Hallo, Ria. Demba. Percy, Timothy und. Ich habe noch vier weitere, die du abholen müsstest, aber die sind noch nicht fertig. Und Heidi. Ja, ich muss hier gerade Sachen aus meiner Tasche suchen, die dem Herrn Percy gehören. In einer Welt, in der man nur noch lebt, da wird man täglich Robotern geht. Die einzige Aufregung, die es noch gibt, das allabendliche Fernsehen. Jo. Bis dann, ciao. Wo finde ich denn den verdammten Scheiß? Jeder Mensch steckt wie ein Ohr. Reparaturkit. Oder habt ihr den schon bei den Produkten? Eins habe ich bekommen. Ah, gut, der war nur eins in der Hand. Okay. Vorhang auf für deine Horrorshow. Glasflaschen. Ja. Ja, das kannst du behalten von mir. Okay, wir haben einfach alles genommen. Die haben halt die Glasflaschen und Essen und Wasserflaschen. Alles gut, alles gut. Weg ist es weg. So. Ich sehe Gesichter, die hier dazugehören und dann sehe ich Timothy. Wow, ich habe ihm gerade Sachen gegeben. Gehen wir einfach rein und schließen ab. Was? Wo ist ein Kornel? Ich schließe ab. Jo, danke dir, Timothy. Ich schließe ab. Wir haben den Schlüssel. Nichts hält mich bis dann draußen. Halt. Hammer. Ich bin grundsätzlich musikalisch. Weiß jemand, wo Kornel ist? Schneider. Nee. Nee. Der im Arzt, Herr Mann. Guck mal. Oh. Nee, da mal das Cornetto und Nuss gerufen? Nee. Nee, ist nicht da drin. Immer noch nicht. Aber ich glaube, warte mal, ist das. Oh, immer noch nicht? Ist das. Vorsichtig, rauche, nicht, dass sich das entzündet. Das irgendwie, weiß ich nicht, aber ich glaube, ich habe Scott Shelby da drin gesehen. Nick Cornell ist leider nicht zu erreichen. Ah, wird schon kommen. Wenn ich im Urlaub. Sieht er sieht ja deinen Verpasser an. Nee, nächste Woche erst. Ja. Warte mal, ich muss mal nebenbei hier Akten. Also ich kann euch schon mal sagen, die nächsten drei Tage darf ich nicht arbeiten. Haha. Dann erlaubst du dir. Aber das ist halt. Das ist halt, ja. Tut des Öfteren dumme Dinge. Wirklich, Percy, was ist denn passiert? War eine scheiß Idee. Als ob du das noch nicht weißt. Dann erzähl's mir, ich weiß es nämlich noch nicht. Also, wir waren schön schwimmen. Und da waren so Felsen, da sind wir reingesprungen und so Bojen, war alles cool? Alles klar, keine weiteren Fragen, euer Herrn. Okay. Eigentlich wird die Geschichte ab dann interessant. Dann kam eine Forelle und hat ihren Fuß gezogen. Ja, aber wenn Percy mir schon von Felsen erzählt und dann wieder Forelle. Was Dummes getan hat, dann wollte ich auch mehr davon zu hören. Die Geschichte hat eigentlich gar nichts mehr mit Felsen zu tun. Richtig. Da ist sie eh nicht witzig. Ich habe dann nach weiter hinten geguckt, habe ich eine große Brücke gesehen, die über dem Meer war. Okay, das reicht auch. Ja, der Rest ist Geschichte. Da klingelt ein Telefon. Telefon Klingelton aus, vielleicht während der Besprechung. Das ist ein Gib mich mal das Notfalltelefon ab. Das Telefon nehme ich dann in der Zeit, weil wir müssen den Leuten zumindest sagen, dass wir gerade mal besprechen. Soll ich mal den Cornell eventuell anfunken? Mach das mal, weil Ned sagt, der Handy geht da nicht ran. Cornell? Cornell? Reicht euer Funk eigentlich von hier bis zu Atmos? Ja, nicht so. Attack, hab ich noch gesagt. Ja, gleiche Scheiße wie jede Woche. Mir geht's auch auf den Sack, aber ich darf keiner wissen. Okay, bis gleich. Der kommt zu der tollen Besprechung. Ich merk schon, ihr habt richtig Bock. Auch. Ach ja. Eine Frage schon mal vorweg. Waren Jaden und Flo schon mal jemals hier im Dienst? Ja, den Tag, wo du so angestellt hast. Ah, nice. Dann werde ich auch gleich wieder rausschmeißen. Apropos rausschmeißen, da kann ich auch mal jetzt. Wen schmeißt du raus? Ja, hier die zwei komischen
Olsen und Delarge. Ja. Diese Annie Fox. Ja, die auch. Ja, die haben wir auch schon rausgeschmissen. So, aber wisst ihr, was sehr interessant ist? Die Leute haben ja meine Sachen mitgenommen von dem Ort da, wo ich verunfallt bin. Aber mein Bargeld haben sie mir nicht wiedergegeben, die Schweine. Hätte ich auch nicht. AZLS Olsen. Die 60.000 Dollar. Hallo? ACL Olsen. ACLsen. Olsen? Olsen, die Olsen-Bande. OCLS-Bande. Oh, man spielt so gerade irgendwie. Auto. Auto. Ist sauber, ja? Ja. Ich glaube, Freya. Gott, wieso komme ich ständig mit Namen durcheinander? War das Ohr eigentlich vorhin das, wo du so geträumt hast? Ja, schon. Ja, Franz und Freya sehen sich doch schon. Valeria und Freya, verstehst du? Ganz kurz, ich erwähne es mal kurz für alle, die dann gleich in Dienst gehen. Oben am YouTube-Baumarkt muss dann was abgeschleppt werden. Ich vergesse das bestimmt. Ich bin nur im Dienst für die Besprechung. Ich habe gesagt, ich bin momentan auf Abruf. Ja, ich habe auch gesagt, jetzt gerade nicht, später. Den Brenner. Er soll jetzt nicht flirten, dass er reinkommt. What's up, Niggas? Servus, Bennett. So, wir haben uns alle heute hier versammelt. Allwöchentliche ACLS-Besprechung. Ich habe wieder ein paar Themen aufgeschrieben. Mikrofon muted. Als erstes habe ich hier Gutachten drin stehen. Das ist einfach nur. Wie heißt denn? Soll ich dir ein Kissen holen oder einen Reifen oder so? Nee, geht schon. Geht mir einfach nur darum, dass, wenn ihr Gutachten ausstellt, das sollten nur diejenigen tun, die den Meisterrang bei uns haben, dass ihr das macht, während ihr im Dienst seid. Weil ich möchte nicht, dass ihr damit anfangt, wo ihr gerade seid, auch komm, hier, ich mache jetzt mal ein Gutachten. Wäre mir persönlich ein Anliegen, wenn Alex damit kein Problem hat, dass das auch außerhalb vom Dienst passiert, soll es mir ja auch egal sein. Also mir ist es im Prinzip egal. Gut. Ich muss halt dazu, egal, Alex. Nö, ich glaub, mir ist es egal. Man muss dazu sagen, okay, das habe ich jetzt dreimal gemacht. Warum? Weil ich gerade zufällig vor Ort war und dachte, hey, da muss ich meine Kollegen nicht mit extra belasten. Ja, aber die arbeiten ja hier für diese Dinge. Richtig, ja. Aber ich bin gerade auf Abruf sowieso da, verstehst du, generell für den ACS. Und beim Goldmann hattest du mich zum Beispiel explizit hingebeten, die habe ich auch außerhalb vom Dienst gemacht. Ja gut, das wusste ich nicht, weil ich dachte, du gehst in den Dienst und machst das dann. Ich würde halt sagen, wenn man jetzt, weiß ich nicht, seit 2 Tagen irgendwie nur auf Abruf ist und dann privat irgendwie einen Unfall mitkriegt und der sagt, du arbeitest doch da, mach mal ein Gutachten, dann sehe ich das auch eher so, dass man das dann nicht machen sollte, sondern jemand, der auch weiß, was an dem... Also, wenn ich das Auto nie gesehen habe, kann ich kein Gutachten machen. So. Nur weil der mir erzählt, was da dran kaputt ist, kann ich daraus kein Gutachten erstellen. Wenn ich mitbekommen habe, wie das Auto hier in der Werkstatt stand und so, und dann im Nachhinein kommt derjenige auf mich zu und sagt, hier, gestern war doch mein Auto hier, kannst du mir da nochmal einen Bericht drüber machen, sehe ich kein Problem damit, dass man das auch kurz irgendwie, keine Ahnung, geht man halt nur einen momentanen Laptop oder sowas. Geht ja auch nur zukünftig so. Wie gesagt. Nee, man muss dazu sagen, dass das halt zwei Fälle waren, wo ich die Unfälle mitgesehen habe und gesehen habe, was genau kaputt gegangen ist. Naja, aber die sind ja alle irgendwie in der Lage, die Fahrzeuge hier zu inspizieren und sehen die Schäden ja dann auch. Also ganz, ganz einfach, meine Sicht ist, wenn derjenige da ist, der diesen Schaden behoben hat und der daran gearbeitet hat in dem Auto, sollte derjenige das machen. Oder zumindest, wenn der wegen rangmäßig nicht berechtigt dazu ist, halt schriftlich das irgendwo hinschreiben, selbst wenn es da auf dem schwarzen Brett ist. Und dann kann das jeder Meister von mir aus machen, aber so ohne wie gesagt, mir geht's. Wenn ich jetzt am Unfallort bin, sehe ich auch nicht alles. Ich sehe nicht, ob der Unterboden komplett im Arsch ist oder nicht. So, dann halt nochmal Rücksprache halten mit ihm. Mir geht's halt, wie gesagt, drum, dass das nicht privat passiert. Halt nicht, dass er sagt, oh, hier, du bist mein Kumpel, du bist auch hier beim ACLS, mach mir mal eben. Deswegen weißt du, dass darum geht's. Mitbekommen haben, was auch mit dem Auto ist. Genau, wenn du zufällig vor Ort bist, ist das kein Thema.
Mir geht's nur darum, dass er das nicht privat macht. Na, darum geht's mir. Ich habe das auch nicht auf Bitten von, hey, du bist mein Kumpel, nee, sondern klar, auf Bitten der Polizei. Das ist aber das, worum es mir geht, weißt du? Das ist das, worum es mir geht. Mache ich sowieso nicht, das solltest du wissen. Okay, ich wollte es nur noch mal gesagt haben. Wie gesagt, das ist nur ein Reminder. Ich komme gerne mal in Dienst, wenn jemand mich drum bittet, so, dann, wenn keiner da ist, aber ansonsten... Ja, genau, Thema dann, abgehakt. Genau, so, und dann habe ich hier total Schäden stehen. Ich weiß nicht mehr, warum ich das aufgeschrieben habe. Vielleicht noch mal als Reminder, die aufzuschreiben? Ah, ja, genau. Das kann sein. Auftragsliste. Ja, ich wollte nochmal fragen, ob man in der Cherry Pad nicht auch abgeholte Auftragsliste kriegen kann. Dann kann man es darüber nachvollziehen, dann können wir uns das sparen. Genau. Ich schreibe hier nochmal auf. Dann, des Weiteren hat der Franz ein Anliegen. Escalera hattest du ja in die Dings geschrieben, habe ich jetzt einfach mal bei mir damit hinzugefügt. Also genau, ich habe auch hinten schon das noch dran geschrieben mit dem nicht abgeholten Totalschäden, weil wir da gerade waren. Ja. Gerade hat der Edogawa zum Beispiel 3 drin. Ruf hier jeden Tag alle an, dass sie ihren Scheiß abholen sollen. Es kam halt die Aussage, nee, ich hole die nicht ab, bis das nicht geklärt ist, wer das bezahlt. So. Meiner Meinung nach sind wir hier kein Parkhaus. Und warum ein Auto einen Totalschaden hat, ist mir herzlich scheißegal. Wenn es jemand abgibt zu reparieren, machen wir das. Aber Parker sind halt nicht. Und ich bin halt der Meinung, dass man da irgendwie eine Tür drauf verhängen sollte. Oder Strafe oder keine Ahnung. Wer knistert da? Bitte aufhören. Ja, dann. Ganz einfache Geschichte. Meiner Meinung nach, wir können doch jetzt alle Autos in der. Also zählen da auch Totalschäden zu. Dieses alle Autos ausparken. Nee, weil das unsere Garage betrifft und nicht das Totalschadensystem. Dann müssen wir. Die müssen halt wir stornieren quasi. Wir könnten eine Frist setzen von 5 Tagen oder keine Ahnung, eine Woche und dann. Können wir die stornieren noch, wenn die abholbereit sind? Ja. Ja. Wenn der dann kommt der Wagen raus und ist wieder. Ich weiß nicht, was mit dem Wagen passiert, ich hab's noch nie probiert. Ich weiß es auch nicht. Naja, wir aber haben dann auch ganz einfache Kiste, wir lassen sie wieder drin. Ich bin schon ewig drin, ich hab den am, glaub, an dem Tag, wo sie fertig waren, erreicht. Moment, das können 10.5. So, das ist jetzt 6 Tage her. Kriegt er nochmal eine Nachricht, hat bis Sonntag Zeit. Wenn er sie bis dann nicht rausgeholt hat, schon nehmen wir ihn in Auftrag. Lassen von den Cops ein Ticket in Höhe von den Reparaturkosten drauf machen. Und oder schauen sie in die Verwahrstelle. Irgendwie halt eine Nachricht rein, Ticket von $1 von mir aus auch. Und wir wissen, dass die Verwahrstelle erst bringen. Werden nachgewiesen, dass so und so viel. Ja, wohin kommen die da? Darf das ausgelöst werden? Mysterious Garage. Ja, Quatsch. Beim Apotheke. Sorry. Es ging nur drum, weil wenn wir die stornieren, meint Stan, landen die im Nirvana. Da ist nichts mit Ticket drauf. Ja, musst du aber dann nicht mehr probieren. Dann müssen wir es mit der Stadtverwaltung klären, dass die uns die ausparken oder sowas. Ja. So, und dann schleppen wir die halt in die Verwahrstelle und je nachdem, ob wir dann schon Geld gekriegt haben oder nicht, muss dann halt ein Ticket drauf. In dem Ticket steht dann drin, Ticket von $1 erst auslösen, wenn ACLS bestätigt hat, dass so und so viel bezahlt wurden. So, und dann kann er das wieder aus der Verwaltung holen. Das ist dann, so sehe ich genauso, wir sind kein Parkhaus hier. So, die Schäden sind da, mir scheißegal, woher die kommen, gerade bei Edogawa. Und vielleicht noch eine Bearbeitungsgebühr für diesen Vorgang. Die kommt dann ja automatisch drauf, wenn wir den verwahren. So, da hat er ja noch die Verwahrgebühr alles und so klar. Pro Tag. Das ist dann sein Problem, wie lange er sich dann da noch rumlegt. Genau, dann hier die Sache mit dem Macron. Hast du da schon irgendwas erreicht? Weil da war ja dein Leihwagen involviert. Nee, ich habe Stadtrat angeschrieben, ob die irgendwie in sein Hotelzimmer einbrechen können und die Schlüssel tauschen. Aber da ist noch nichts zurückgekommen. Ja, ich kenne das Problem. Dem sein Totalschaden ist ja hier auch noch drin, was? Naja, dafür habe ich ja den, oder der Schlüssel ist im Safe, glaube ich, nur der hat halt meine Visitante. Ja. Ja, dann kann ich das auch wieder als Überleitung nehmen. Ich habe ja die Autovermietung unten jetzt bekommen. Und wollte euch da halt auch einfach mal dran erinnern, nochmal, dass wenn Hunde ein Auto hat, was er halt erstmal nicht abholen kann, warum auch immer, dass ihr da einfach einen Hinweis vielleicht drauf gebt, hier, keine Ahnung, gibt es jetzt Escalera, kannst du da eine günstige Karre mieten, bevor ihr selber halt eure Dilettanten ausgibt. Ja, oder so. Kriegen wir 10% vom Vermietungspreis. Ja, keine Ahnung, von mir aus. können wir uns mal drüber unterhalten. Ja. Kannst du da vielleicht dann ein paar Notizzettel irgendwie noch vorbereiten, die wir den Leuten in die Hand drücken können? Ja. können wir ja verbinden, ne? Weil du hast ja dann logischerweise auch Autos, die du mal öfter
genau. Reparieren slash inspizieren muss. Genau. Ja, da können wir uns nochmal so zusammensetzen. Genau. Ja. Ja, und mehr haben wir jetzt nicht auf der Liste hier von meiner Seite, wenn ihr was habt. Ja, ich habe noch eine Kleinigkeit, weil das halt vorher passiert ist. Ihr habt es ja vielleicht in Cherries gelesen. Der Julius Brenner hat mich angerufen, privat. Mich auch, den rufe ich gleich zurück. Ob ich seine Karren reparieren kann, irgendwie ja, hat er mich Rito auch. Unten an der Verwahrstelle. Da habe ich gesagt, bin eigentlich gerade im Taxidienst unterwegs, aber ja gut, wenn sonst keiner kann, mache ich halt. So, bin ich praktisch im Taxi wieder zurück, habe mich umgestempelt, wieder umgezogen, bin hier runter eingestempelt, Auto raus, bin da runtergefahren. Also es war schon zeitlich Aufwand und davor war halt hier 2 Stunden gar nichts los, habe ich mir gedacht, ich gehst halt ein bisschen Taxi fahren. Egal, ich komme unten an, Diagnosetool dran, okay, soweit alles in Ordnung. Es hat mir zwar angezeigt, dass alle 4 Reifen platt sind, aber er sagte 2, also gut, mache ich ihm halt nur die 2. Bei Reifen gewechselt und habe ihm halt dann Anfahrtsgebühr von außerhalb, also die 150 plus 2 Reifen, 250 immer. Dann hat er mich mega angestänkert, dass ich halt quasi nicht den Firmenrabatt drauf gemacht habe. Dann habe ich gesagt, ich mache dir den absichtlich nicht drauf, weil du hast auch bei keiner Firma angerufen. Du hast mich privat angerufen. Und ich mache das für dich hier als Wohlgefallen und der kam dann gleich, ja, dann kann ich jetzt den ACLS zivilrechtlich verklagen und bla bla und dann habe ich gesagt, was, kannst du mir im Arsch lecken und hat mich halt umgedreht und bin gegangen. Ich dachte, die haben sie nur in den Rücken geschossen und nicht ins Gehirn. Kurze Frage, war das ein Firmenauto? Ja, klar, das war ein Firmenauto, aber ich habe ihm mal gesagt, eigentlich hättest du ja Pech gehabt und 250 ist es nicht die Welt, das wirst du dir leisten können. Weiß ich nicht, habe ich das jetzt falsch gemacht oder ist da mein menschliches Verständnis? Nö, im Prinzip hast du es richtig gemacht. So, ich hätte ihm jetzt aus Glanzzeit diese Dings gegeben, diese 25, das kann jeder selbst entscheiden. So, wenn wir euch privat anrufen und ihr sagt, ja komm, mach ich schnell, so, dann ist das halt auch privat. Theoretisch dürftet ihr dann aber auch nicht die Werkzeugkästen von hier nehmen und keine Rechnung von hier ausstellen, sondern das Barabrechnen mit dem. So, das ist dann halt der, das ist dann halt so ein Teufelskreis, sag ich mal. Ja, wenn ich da kurz was zu sagen darf, also im Normalfall erwartet man ja wohl sogar noch ein Trinkgeld, weil er extra in den Dienst gekommen ist wegen jemandem und so, ne? Und dann beschwert er sich wegen einem Preis, den Rabatt, der nicht gewährt wurde. Also da hört es dann auch auf irgendwo. Ja, wegen $63. Ja, echt. Also. Ja. Eigentlich hätte man erwartet, dass er noch $200 Trinkgeld kriegt oder 500, damit er überhaupt in den Dienst gekommen ist, um ihm zu helfen. Also, wie gesagt, das muss jeder von euch selbst entscheiden, ob er rausfährt, wenn man privat angerufen wird oder nicht. Ich mach's zum Beispiel prinzipiell nicht mehr. Ich mach das auch nicht mehr, das ist heute laufen. So, wenn man es macht, dann vielleicht vorher sagen, so, du hast mich privat angerufen, dann gibt's aber auch keinen Firmenrabatt, wenn man dann weiß, es handelt sich um Firmenfahrzeug. So, dann könnt ihr immer noch sagen, nee gut, dann rufe ich morgen Abstepper und bezahle nochmal 100 mehr, trotz Rabatt. So, ist dann denen überlassen. So. Aber ist schon richtig, so theoretisch hätte er ja dir nochmal das Doppelte an Trinkgeld geben müssen, dafür, dass du da nachts nochmal hinfährst. Ja, ich finde halt die Dreistigkeit ist halt irgendwie unbeschreiblich. Ja. Zwischenmenschlich geht ein No-Go. Ich meine, wir sind nicht die Wohlfahrt. Weil ich glaube, viele sehen halt ACLS so ein bisschen als selbstverständlich, so, aber daran mal zu denken, was passieren würde. Wir sind ja auch die Menschen, wir können ja auch nicht in Buckel krumm arbeiten, vor allem, weil halt Franz eigentlich schon seit 10 Stunden am Arbeiten war. Ja. Irgendwann möchte er halt auch mal seinen Feierabend haben. Die wissen halt, absolut verständlich. Die wissen halt, dass wir im Prinzip nicht sagen dürfen, wir können es auch ganz einfach machen. Wir schreiben einfach in unsere gelben Seiten, mache ich einen Beitrag rein und sage, unter die Preisliste werden Mitarbeiter außerhalb des Dienstes privat gebeten werden, gibt es einen Aufschlag von 20%. Kannst du direkt im Charles mit posten. Passwort kennst du ja. Wird 100% dann machen, ganz ehrlich. Auch keine. Ja, muss man mal durchrechnen. So. Also im Grunde genommen ist es ja eine private Anfrage. Ich hätte auch sagen können, hey Brenner, oder keine Ahnung, er hätte auch der Denver runterfahren können, sonst ja. Er hätte sagen können, so, ich mache das jetzt privat für dich, wie du ja vorhin schon gesagt hast. Die Reifen buche ich dir ganz normal ab, aber mein Stundenlohn ist halt anders, wie wenn ich im Dienst vom ACLS bin. Ja, nur wie gesagt, dann hast du dann Walsh. Ja, richtig. Der kommt dann an und sagt, ja, aber wenn du privat kommst, wieso stellst du mir dann eine Rechnung für den ACLS auf? Ja, genau. So. Deswegen
würde ich es, glaube ich, lieber so regeln, dass man es wirklich öffentlich macht. Ich rechne einfach mal durch, was da 50% oder so aufschlagt. Wenn man hier keinen erreicht und jemanden privat bittet. So, dann sollen die Leute das ist vom Mitarbeiter denn freiwillig entschieden. Genau, das kann, ist ne? nämlich noch das, der Punkt. Nicht, du musst jetzt in Dienst gehen, weil du ja ACLS-Mitarbeiter genau. bist. Ey, ich erreiche dich. Was machst du überhaupt auf der Insel, wenn du nicht in Dienst bist und so? Ne? Also sowas darf denn auch nicht kommen. Ja, richtig, richtig. Die wollen auch Freizeit haben, die Leute. Ich wollte ihm ja noch nicht mal was draufschlagen. Also wie gesagt, ich habe ihm 2 Reifen und eine Anfahrt berechnet. Und dann halt noch rumpöbeln, Alter. Dann geht's noch. Ja. Ich habe es mir mal notiert, ich überlege mal, wie viel Prozent man da macht, ob man 100 sagt oder zumindest auf die Serviceleistung 100% und Anfahrt bleibt so oder sowas. Gucken. Überlege ich mir mal was. Dann habe ich ja noch hier, das habe ich heute mit Percy schon gesprochen gehabt, wenn ich jetzt ein neues Thema anschneiden darf. Ja. Ich hatte ja im schwarzen Brett die Informationen reingeschrieben, dass ein gewisser Giovanni Russo Praktikumsinteresse gezeigt hat. Ja. Ich habe da heute aber zu Percy gesagt, dass das definitiv wegfällt, weil er sich A aufführt wie ein ja, Rowdy, sage ich jetzt mal. Er kommt hier mit einem Affenzahn auf den Platz gefahren. Ach, der und, war das. Ja, gut, er ist anscheinend neu in der Stadt, deswegen kennt er die Parkregeln, also kannte er die Parkregeln noch nicht. Außerdem, so wie ich das, also er ist sehr viel mit dem Herrn Stevenson unterwegs, der ja laut Percy aus der Polizei wegen Korruption rausgeflogen ist und den ich auch schon jetzt mehrmals dabei hören konnte, wie er mit der Grove telefoniert. Dementsprechend habe ich da selber gesagt, das Praktikum wäre eigentlich hinfällig, weil ja, die wäre ja schon beim Nico Brown zum Beispiel. Ja, sobald da irgendwie der Verdacht besteht, dass sie mit solchen Leuten zu tun haben, reden wir da gar nicht mehr drüber. So, genau, richtig. Ist das erledigt damit. Und ich glaube, der arbeitet eh beim Baumarkt und nicht richtig was. Ja, der hat auch gerade angerufen, das ist der was abgeschleppt. Das, was Ria sagt, kann ich so bestätigen. Seit der Stevenson hängt immer mit dem rum. Ja. Und seit er mit dem rumhängt, hat er den übelsten Assi-Slang drauf. Und er ist auf jeden Fall kein guter Einfluss. Also er hat auch, soweit ich das richtig in Erinnerung habe, hat er Sams und Ravens Auto zerkratzt. Weil er. Korrekt. Genau, Nate wusste das. Der hat ja das Gutachten für Sam und Raven außerhalb des Dienstes da gemacht. Ja, er ist halt einfach rücksichtslos, was andere Mitmenschen betrifft hier. Und wie gesagt, eben dieser Assi-Slang und diese Art und Weise, wie er einfach kommuniziert, ist, nee, möchte ich hier nicht haben. Ja, dann ist das Thema gegessen. So, also wie, da möchte ich auch alle bitten, so, wenn hier jemand herkommt und sagt, ich würde mir das gerne mal angucken, so, und ja, habt irgendwelche Infos, so, dann sagt uns die. Wir können auch nicht jeden kennen. Richtig, am besten, also halt im schwarze Brett halt reinschreiben, der und der hat halt Interesse an Praktikum, eventuell die Nummer halt aufschreiben. Und wenn ihr aber halt irgendwie negative Informationen haben, die müssen definitiv damit rein. Damit wir halt einfach auch entscheiden können, weil ich möchte hier kein zweites Grove-Standbein haben. Ja, selbst wenn es nur Gerüchte sind oder ihr mal irgendwas gehört habt. Es sind keine Gerüchte, dass darauf zu tun hat. Generell, ganz generell. Selbst wenn man nur irgendwie mal ein Heu was mitgekriegt hat oder sowas. Wenn ich einen Namen habe, könnt ihr relativ schnell rausfinden, ob der eventuell irgendwo mit drin liegt. Ja. Gut, das dazu. Ich hätte hier noch ein paar Sachen, die hier am schwarzen Brett nicht abgehakt sind. Vielleicht können wir die noch kurz durchgehen. Hier ist eine Sache von Franz, Reset-Button im Preisrechner fehlt. Ach ja, genau. Ist der da? Nee, ich glaube, da ist aber ein freier Rechner, oder? Nee, aber Stan. Zwischen Stan und Paul. Das war ja, der von schreibe ich da jetzt Franz Bierschenk rein, dann ist das deiner. Ist das Thema erledigt, oder? Habt ihr ihn eben benutzt. Gut, dann hake ich das ab. Dann haben wir hier viel Material fürs Lager gefarmt und eingelagert. Liste und Dashboard muss aktualisiert werden. Ja, genau. Ja, da habe ich aber keine Liste gekriegt. Hey, ich wollte keine auch, gibt das. Nein, es gibt doch keine. Ich wollte mit dir nur sagen, dass du deine Liste, die du vorne drin hast, aktualisieren sollst, dass man weiß, wie viel noch fehlt. Ja,
es müsste aber, also die Liste, ich schreibe da rein, wie viel angekommen sind. Ach so. Also, wenn da jetzt schon wieder was von verarbeitet ist, stimmt das ja nicht alles. Ja, das ist richtig. Deswegen, wenn du noch ungefähr weißt, wie viel das war, dann können wir das da draufrechnen und dann ist gut. Nee. Hake ich jetzt einfach auch mal ab. Ja. So, dann haben wir hier Paul so morgens tagsüber ist er auf dem Norden unterwegs, eventuell schnell Werkzeugkasten auf Abruf, bla, können wir auch abhaken. Könnte man die Aktivitäten in der Zeiterfassung eventuell weiter nach links auf das Blatt packen? Nein, kann man nicht, abgehakt. Könnte man, aber ist zu viel Arbeit für einmal Maus bewegen. Gut, dann Themen für Mittwoch, sind wir durch. Ich bin nächste Woche im Urlaub vom 31.05. bis 3.06. Alles klärchen. Das ist übernächste Woche. Übernächste Woche? Konzentrier dich, du Dummkopf. Gut, ich muss dazu sagen, schwarzen Brett steht, ich gönne mir vom 31.05. bis 3.06. den Kurzurlaub. So, Punkt. Lassen wir es dabei. Macht das. Vielleicht habe ich mir meinen Kopf auch ein bisschen heute angehauen. Kann alles möglich sein. Gut. Ich gönne mir vom 10.07. bis zum 22.07. Urlaub. Schreib's ans Schwarzbrett. Ja, muss ich jetzt noch nicht reinschreiben, schreibe ich noch rein. Gut, dann hätten wir hier, warte mal, hier ist noch was. Dilettante Macron-Schlüssel. Ja, das ist bitte lassen wir das mal noch offen. Gut. Ja. Gut. Sonst noch jemand irgendwas? Ja, weißt du was Neues von der Zweigstelle? Leider nein, leider gar nicht. Noch nix. Ich hätte vielleicht noch eine Frage. Okay, ja. Wie wird das so gehandhabt? Ich meine, ich bin ja jetzt Lehrling, aber wenn man jetzt normaler Mitarbeiter ist und man wird dann, sagen wir mal, nach 12 Uhr von jemandem angerufen, gibt's denn da keine Probleme mit den Cops und so? Wegen der Vereinbarung und so? Die Cops sehen da, also wenn die Cops versuchen, was abzuschleppen. Wenn die ihren Heli rufen und sagen, hier schleppt das mal ab, dann sieht der Heli-Flieger, ob jemand von uns im Dienst ist. Diese 12 bis 12 Uhr Regel haben wir eigentlich nur mal aufgestellt, um halt das so ganz grob zu regeln. Wir sagen halt, genau. Das ist so die Zeit, habe ich auch bei Cherries gesehen, dass da irgendwie diskutiert wurde. Das ist keine feste Zeit. Keine harte Grenze sozusagen. Also es ist keine offizielle Öffnungszeit. Das ist genau, ein Bereich, den wir versuchen abzudecken. Und auch wenn tagsüber mal keiner da ist, ist eben keiner da. Wir sind alles nur Menschen. Wenn du jetzt sagst, du willst auch gerne von 0 bis 3 Uhr nachts noch hier arbeiten, weil du die Zeit gerade hast, dann kannst du das tun. Das gerne tun. So, dann müssen die Cops halt anrufen, wenn sie was haben und dann ist gut. Ja, aber teilweise ist das ja auch nicht sinnvoll, ne? Muss man immer sehen. Bei 3 Stunden rumstehen und Paycheck kriegen muss man ja auch nicht. Ja. Ist dir überlassen, wie gesagt. Ob du jetzt tagsüber hier 8 Stunden rumstehst und nichts passiert oder nachts, ist auch im Prinzip egal. Kannst doch das Telefon besetzen, ja, tust dich an der Zeiterfassung ausstempeln und ja. Wenn du anrufst, kannst du ja dann entscheiden, ob du das bewerkstelligen kannst. Du kannst allein auch oder nicht. Privat, wenn du nicht im Dienst bist, das Telefon, glaube ich. Ich weiß nicht, ob wir das bei allen Rängen freigeschaltet haben. Ich glaube nur bis Meister, bin mir nicht sicher. Ja. Also ich kann es auf jeden Fall. Ja, ich kann es. Aber wie gesagt, das ist dir überlassen und wenn die Cops dann anrufen und sagen, hier nachts um 2, wir müssen da unbedingt was abschleppen, dann sagst du, ja gut, ich komm hoch. Oder du sagst, ich wollte eh gerade Feierabend machen, ich gehe auf den Dienst, warte bis hin. Dann ist gut. Okay. Also, wenn da jetzt ein Cop ankommt und sagt, es ist doch nach 0 Uhr, warum arbeitet ihr noch? Dann sagst du ja, weil wir Bock drauf haben und legst wieder auf. So. Das ist keine Regel, das ist einfach nur so eine Info, die wir denen mal gegeben haben als Richtwert. Ja. Ich denke, ich kann euch das auch nochmal sagen, wenn ihr der Letzte seid, der da ist, so, ihr könnt dann, wenn ihr Feierabend gemacht habt, gerne im PD anrufen und denen Bescheid sagen. Ne? Das ist wie gesagt alles nichts Festes. Also ich habe heute zum Beispiel, als ich vor 12 in Dienst gegangen bin, kurz bei Cambly, also auf der Polizeinummer angerufen und habe gesagt, yo, bist du gerade am Abschleppen? Hat sie gesagt, nö. Und dann hat sie gesagt, yo, dann rufen wir euch an. Ja, ganz, ganz einfach so. Kann man bei der Polizei ruhig anrufen, das sind auch alles keine Unmenschen, glaube ich. Genau. So handhabe ich das auch, wenn ich mal hier alleine bin oder wenn wir allgemein sagen, okay, wir gehen früher außer Dienst oder sowas, rufe ich immer nochmal beim PD an und sage, Leute, es ist jetzt gerade keiner im Dienst, ihr seid jetzt verantwortlich fürs Abschleppen. Da freuen sie sich auch immer drüber, wenn wir die Information einfach weitergeben. Mhm.
Weil die wissen es ja meist nicht, ob wir noch da sind oder nicht. Die sehen das ja erst, wenn ein Fall der Fälle eintreten würde. Genau, richtig. Also falls ich mal nicht da sein sollte und ihr sagt, okay, ich möchte heute früher aus dem Dienst gehen oder ich bin länger, ruft einfach kurz beim PD an, sagt dort Bescheid, hier, wir gehen jetzt schon in Feierabend, es ist jetzt keiner mehr beim ACLS. Oder ich mache heute länger, ihr braucht euch da nicht drum kümmern, wenn was ist, ruft an. Und dann aber halt auch anrufen wieder, wenn ihr dann auch wieder aus dem Dienst geht. Mir ist dabei vor allen Dingen nur wichtig, weil es auch schon vorgekommen ist, jetzt in naher Vergangenheit nicht, aber so vor ein paar Monaten war das noch gang und gäbe, dass die Cops hier teilweise anrufen, nur weil sie gerade irgendwo stehen und ein Auto abschleppen wollen und dann sagen, geh jetzt aus dem Dienst. So, die haben uns nichts zu befehlen. Wir sind eine eigenständige Firma. Telefon. So, wenn die vernünftig fragen, dann kann man darüber reden, wenn man hier eh gerade nur zu zweit steht. War auch noch die Zeit, wo wir noch nichts aus dem Wasser rausschleppen konnten und so. Das ist auch noch wieder ein bisschen anders gewesen. Aber okay. So, lasst euch da nicht irgendwie... Ihr müsst euch von denen nicht rumkommandieren lassen. Wenn ihr im Dienst seid, dann müssen die halt warten oder wir müssen da hinfahren. So, die haben nicht zu sagen, wann wir arbeiten und wann nicht. Ganz einfache Kiste. Also ich kann über nichts Schlechtes berichten. Die rufen eigentlich immer ganz höflich an und sagen, wir hätten da was machen können. Nee, wie gesagt, Zeit, ja. So in alles der letzten gut. Zeit war das auch nicht. Ich habe auch nichts gehört. Es war so Ende letzten Jahres, Anfang des Jahres war das noch fast gang und gäbe. Ich sag mal, wenn ihr alleine im Dienst seid, mag das noch kurz gehen, dass ihr mal kurz aus dem Dienst geht. Ihr müsst aber nicht. Das ist euch überlassen. Genau. Ja, aber wenn ihr zu fünft hier seid, ist das Quatsch, wenn einer gerade ein Paletto oben steht, der zweite in Sandy, der dritte auf dem West Highway und ihr zu zweit hier. Das dauert halt auch eine Weile, bis die drei dann eingetrudelt sind, damit sich alle ausgestempelt haben. Das ist halt absoluter Quatsch. Gut, das war übrigens gerade der Herr Stevenson nochmal wegen dem Baumarkt-Ding. Da steht an der Tankstelle beim Baumarkt noch eine Totalschaden-Mannschaft. Also dann im selben Atemzug noch mitgenommen werden. Kann man ja vor Ort machen, dem Antrag. Gut. Noch irgendwelche Stimmen. Sieht nicht so aus, dann brauchen wir Rhea und Walter gleich nochmal und der Rest viel Spaß bei Dingen, die ihr tut. Doch, man sieht sich. Ja, wer fährt hoch zum Baumarkt? Ich gehe mal auf den Pott. Und fährt danach hoch zum Baumarkt? Es müsste gleich jemand den Totalschaden übernehmen. Dankeschön. Ja, sonst wird die Dann gehen wir vier erstmal kurz hoch ins Büro. Ja. Genau. Gut, Connell, Stan, ich danke euch, dass ihr da wart. Bitte. Vielleicht lasse ich mich dann von einem von euch beiden holen, damit ihr ein bisschen Abend beschäftigt. Kannst du Franz fragen, ob ihr das schnell zu zweit macht? Wenn er gleich vom Pod wiederkommt. Ansonsten machen wir das, wenn wir gleich hier fertig sind. High five? Okay. Ja. Gut, ich gehe dann mal auch hoch. Jo. Ich melde mich dann bei euch. Bis später. So, ich muss Igor anrufen. Kann er. Obwohl er nicht können dürfte. Was? Mir geschrieben hast. Mikrofon muted. Erstmal eine Kippe rauchen. Und so alleine fährt man ja als Azubi auch nicht wirklich los. Also, warten wir noch einen Moment. Den Kollegen. Könnte ich wieder Klingelton anmachen?
Einer Person gefällt das nicht. Microphone activated. So. Da ist er wieder. Da ist er wieder, ja. Das war dringend. Irgendwie war da ein Totalschaden beim Baumarkt irgendwo, Tankstelle. Ich mein, ja, genau. Kriegt. Genau, ja. Ist jetzt jemand hochgefahren schon? Nee. Gar niemand? Nee. Oh. Wurde gefragt, ob wir denn beide hochfahren. Ah, okay. Weiß nicht. Bist du im Dienst, oder? Als Azubi kann das ja nicht so wirklich alleine entscheiden, dass ich da jetzt hochfahre und so, ne? Ansonsten haben sie gesagt, können sie halt, wenn sie von ihrem Gespräch oben zurückkommen. Falls du jetzt keine Zeit hast. Sozusagen. Müssen halt warten. Microphone muted. Der Ding hat mir gerade geschrieben. Der Julius Brenner. Okay. Und was schreibt er? Er schreibt, nimmst du das wirklich so ernst? Wollte dich damit ein bisschen ärgern, aber dass du da nur so abgehst, sorry, wenn es falsch angekommen war bei dir. Eigentlich wollte ich dir Trinkgeld geben, aber dann bist du einfach weg. Alles richtig von dir. Gruß, Julius Brenner. Hm. Einen wunderschönen guten Abend. Abend. Ist Paul schon weg? Glaub ja. Alles klar, danke. Ja, er hat eine komische Art. Hm. Muss man nicht mögen, kann man aber. Ja. Weil wenn man weiß, wie man damit umzugehen hat, ne, dann ist das ja, was anderes. Ja, also ist extrem speziell, der. Also, auch der Tommy jetzt gerade, meine ich. So. Schreibe ich da jetzt zurück. Du Mann, fick dich! Ja, genau, wie sowas. Microphone muted. Ich kann halt irgendwie funktioniert. Mein Cherry Pad nicht richtig. Ich kann ihm nicht antworten. Ich kann auch mein Cherry Pad gerade nicht zumachen. Microphone activated. Oh oh. Geht bei dir alles normal? So auf und zu geht's. Okay. Ich hab, glaube ich. Moment mal. Oh ja. Ja, das wird jetzt schwierig. Ach Quatsch.
Ups. Habt ihr kurz? Hallo. Ich hab irgendwie Gicht oder so. Er ist gerade irgendwie ein bisschen gefesselt in seiner... Ich kann nichts mehr tun. Jetzt können wir ihn anmalen. Ich starre wie angewurzelt auf mein Cherry Pad. Cool. Kann ich denn in der Zwischenzeit helfen? Und ich kann nicht mehr weggucken. Kennst du dich mit Motorrädern aus? Natürlich. Ich bin eben gefahren und die Lenkung hat irgendwie ausgesetzt. Ich konnte nicht mehr lenken, wie so eine Sperre. Dann hat sie mich vollgelegt. Eieiei, Lenkung. Ja. Kannst du mir denn sagen, unter was wir das abrechnen? Guck mal schon mal. Was ist der Motor? Teilschaden. Teilschaden? Okay. Nee, mach's unter Motor. Guck mir das mal an, so. Pauschal. Ja, was mache ich jetzt? Ich glaube, dieser Lenkkopflager. Ich kann mal bewusstlos schlagen. Ja, das wird nicht so viel bringen wahrscheinlich. Aua! Ich bin schon. Ich hole mal ein neues Lenkkopflager. Nein! Müssen wir bewusstlos schlagen. Mikrofon aktiviert. Hast du ihn weggeboxt? Nee, ich habe ihn hingelegt, vorsichtig, dass er mal ein Nickerchen machen kann. Vielleicht geht es ihm da besser. Das ist richtig. Weil irgendwie, ja, merkwürdig. Hat er mal seinen Gichtanfällen da hat. Ist das Alter? Ja, wahrscheinlich. Tauschen wir das Lager hier mal aus. Das sieht doch schon trocken gelaufen aus. Normalerweise haben die so ein bisschen Schmierung da drinne. War da wieder rein? Umdrehung. Ja, kostenlos machen wir hier auch noch ein bisschen den Kratzer mit weg. So. Also ich, wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, unter was ich das abrechnen soll. Mach Motor. Okay. Der Motor wäre ja 150, ne? Ja, ich weiß. Okay. Dann machen wir das so. Hier bitteschön. So, gut, dann bin ich wieder weg. Sag dem Franz gute Besserung. Ja, schönen Abend noch und gute Fahrt. Mikrofon muted. Mikrofon activated. Dum
Arbeit. Guten Abend. Haben Sie Zeit? Na klar. Ja, und zwar mal Scheibe rausgesprungen. Das kriegen wir. Markloch. Okay, also, gut, dann fahren Sie mal hier hin und dann kriegen wir das. Alles klar. Na, viel besser. Da. Ja, viel, viel besser. Gicht wieder draußen aus den Knochen. Ja. Frau Kunden hat auch gerade angerufen. Ich mach da noch eine Scheibe und dann könnten wir theoretisch los. Alles klar. Haben wir schon ein Auto draußen? Ich glaube, wir brauchen einen Abschlepper, ne? Irgendwas ist auch noch am Baumarkt abzuschleppen. Ja. Ich habe aber keinen LKW-Führerschein. Hast du noch einen Vorläufigen? Ja, ja. Okay, perfekt. Dann darfst du fahren. Okay. Aber kannst du da einen Meter weggehen? Ja. Wo hier auf der Fahrerseite? Oder Beifahrerseite? Ich glaube, die Beifahrerseite ist. Fahrerseite, die Fahrerseite. Okay. Ja, ich hole mal eine neue. Okay. So, tun wir die hier schon mal ran. So, noch den Gummi richtig in die Ecken reindrücken, sonst hält das ja nicht. Dann klappert die gleich wieder raus. Jetzt nicht genau aufpasse mit den Ecken, könnte es sein, dass es durchregnet. Da steht er immer in der Garage. Aber trotzdem, ja, auch während der Fahrt, das muss alles vernünftig sein. So, hier noch richtig in die Ecke reindrücken. Ich habe gerade gemerkt, dass ich einen Sprung hatte. Oder Schrocke, ein Schlagloch und zack, war die Scheibe draußen. Ja, das reichst du mit ihnen mal und ja, so ein spröde Zeug. So, ich glaube, jetzt hält sie. Gut. Ja, mache ich eben die Rechnung fertig. 15 Dollar ist. Dat, Moment. Das Kartenlesegerät eingeben. So. Aus. So. Alles klar, ja. Dankeschön. Ja, gut. Danke. Vielen Dank für die schnelle Hilfe. Ja, dann wunderschönen Abend noch und gute Fahrt. Ja, danke gleichfalls. Nur wir zwei im Dienst? Oder bist eigentlich nur du im Dienst sogar? Ich bin nämlich gar nicht im Dienst. Ich glaube, Percy ist nicht im Dienst, aber hat da Telefon. Okay. Aha, okay. Ja. Eigentlich okay, bin ich dann allein im Dienst, ja. Ich dachte aber, irgendein anderer ist hier während der Besprechung auch mit im Dienst, ne? Du bist immer noch Lehrling, oder? Bist du gerade befördert worden? Nee. Okay, dann, fahr einfach mit. Dann fahre ich einfach mit dem Taxi hinterher. Wie jetzt? Ich bin ja gerade offiziell Taxifahrer, als Taxifahrer da. Ach so. Deswegen. Ja, aber ja. Dann fahre ich, dann fahr ich wie, am besten. Wie läuft das denn? Muss ich von oben aus dem Safe irgendwie einen Schlüssel holen oder was? Oder? Ach so, ja. Was war es? Ein Motorrad, ne? Weiß nicht. Was ein Totalschaden hatte, glaube ich, ja. Da hol mal oben aus dem Safe den Schlüssel. Am besten für einen Tow-Truck 2. Ah, ne. Für Tow-Truck ohne 2. Ohne aber zwei. Den Schlüssel. Ja, aber den Schlüssel mit der 2. Na, warte. Also links steht die Schlüsselnummer, da müsste draufstehen ACLS 002 oder so. Mhm. Und rechts steht Tow-Truck. Das wäre der richtige Schlüssel. Ich guck mal. Ja. Und erst den Schlüssel rausnehmen und den ausparken, ne? Ganz genau. Okay. Naja, ich wusste das noch. Ich komm schon mit hoch. Aber ich glaube, die machen da Besprechung. Ich weiß gar nicht, ob ich so? Da so reinplatzen ja, darf. Machen wir es einfach. Ja. Wo bist du denn? Schaffst du es noch, bist du weg? Ich habe nur Standschlüssel. Guck, drin rum würde
Ich benutze die Zeiterfassung immer. Ich vergesse mich nur manchmal auszustempeln, aber. ACRS02 Totrak. Ja. Hau ein. So, ich hätte noch einen Außenauftrag, falls ihr Lust und Liebe habt. Ich bin eigentlich gar nicht im Dienst, aber ich fahre mit Charles mit. Wäre mir auch ganz lieb, wenn das zu zweit passiert, weil es in der Grove Street ist. Ja. Was denn, was in der Grove Street ist? Ja. Ja, dann geht's. Das ist kein Thema. Also einfach da in der Grove Street, da ist der Chains, der hat einen Reifen mit Slicks. Ja, mit dem Holzkopf kann ich ganz gut. Ja. wo fahren wir denn jetzt zuerst hin? Jetzt fahren wir, der James kannst du warten lassen. Der fahren erstmal nach oben. Also da war ich oben? Nee, eben. Achso, okay, dann ruft vielleicht mal beim Baumarkt an, ob da auch jemand ist vor Ort. Den mach ich schnell, ja. Ja, das ist so. Gut. Direkt zum Baumarkt oder zu dieser Tankstelle? Ich habe da gehört, das ist bei der Tankstelle. Ja, das ist bei der Tankstelle, genau. Auto ist ausgepackt? Ja, sollte. Gut. Super. Sollte. Aus der Garagenboy hat wieder gesoffen. Alles mit Charlie? Ja. Gut. Herzlichen Glückwunsch. Danke schön. Durchgeführt von deinem Lieblingschef. Ich natürlich. Nee, einfach weitermachen. Super, danke schön. Kürzes Update. Der Julius Brenner hat mir geschrieben und hat sich entschuldigt. Es war nur ein Witz anscheinend. Wieder einstellen, also doch die Tankstelle. So. Tuckern wir da mal hin. Willst du nicht mit Taxi fahren? Nee, ich bin ja jetzt im Arzt. Ich bin umgeswitcht. Okay. Ja, dann ist es halt so, ne? Ja. Muss ich erstmal gucken, wo ich meinen Ton wieder anmache. Rufe ich erstmal den Baumarkt an. So. Dein Telefon ist abgeschaltet. Ja, sowas Blödes. Düsen wir mal schnell hin. 44 Liter haben wir noch drin. Das sollte ja noch einen Moment reichen. Hallo, Bierschenk hier vom ACLS. Hi. Hi, wartet ihr noch? Wieso könnt ihr nicht arbeiten? Aber nicht wegen uns. Achso. Okay. Also erstmal direkt zu euch zum Baumarkt und dann an die Tankstelle. Das ist so richtig. Alles klar, wir haben noch 4,2 Kilometer, also wir sind gleich da. Jo, bis dann, ciao. So, also zwei Aufträge dort. Und einen in der Grove. Und dann einen in der Grove, ja. So, und jetzt rufe ich mal ganz kurz meine ganzen Leute hier zurück, die da angerufen haben. Howdy. Na, alles gut? Denkst voll müde. Okay. Alles gut. Ja, hast du mich gesehen irgendwo? Ach so, okay. Ja, ich war eigentlich im Taxidienst, aber es sind hier gerade so viele Aufträge reingekommen. Ja.
Ne, das Taxi habe ich rausgeholt, das ist alles erledigt. Mit dem war ich jetzt, also das steht jetzt beim ACLS. Aber nicht mehr in dem Totalwerkstatt. Okidoki. Warum willst du... Ja? Alles klar. Doch, dann kann ich's, glaub schon. Doch, dann kann ich's machen. Ja, ja. Kannst du ein Safe reinlegen, ein Taxi oben, dann kann ich sie rausholen, dann gibst du mal die Kohle, wenn du wieder da bist. Mhm, alles klar. Alles klar. Oder kannst du das Bargeld vielleicht, naja, wohl, weiß ich nicht, was sonst noch rausnehmen kann. Ach shit. Moment, Motor. Ich glaube, waren irgendwie 13.000, ne? Oh, wow. Ich bin gerade nicht so flüssig, dass er nicht so schlimm. Hinter euch? Hallo. Charlie, der kümmert sich darum. Hier das Auto da, was Hallo. Da fast auf der Straße steht. Hallo, Charlie. Hallo. Hallo. Okay. Das da, das muss abgestellt werden. Okay, also das sollen wir mitnehmen und an der Tankstelle ist noch ein Totalschaden, haben wir gehört. Genau, das ist meiner und der ist privat, also der ist einfach, weiß ich nicht, der springt nicht mehr an, ist kaputt. Okay. Ist ein Manchester. Also ich müsste sogar eventuell gucken, weil das Fahrzeug gehört einem ehemaligen Mitarbeiter. Okay. Was ich da hinten eigentlich gerade so den Graben runterwerfen wollte. Graben. Und hab eventuell sogar noch so ein Fahrzeug. Nein. Julius. Aber da muss ich erstmal mit der Brechstange dran und mal ein bisschen aufhebeln. Also jetzt mal auspacken? Ja, ich guck da gleich. Okay. So, Entschuldigung. Jedenfalls, der Habanero da ja. Ist Schrott, der verschifft werden kann. Pose of Cherries, war das ernst oder war das eher so Sarkasmus? In dem Moment, wo es geschrieben war, war es voll ernst. Okay. Was denn? Aber ich habe Julius schon geschrieben. Ah, jawohl, okay. Ja, ich stehe hier. Tag. Wo? So ein Schrott ach, und ja. Verschifft ja. Werden kann. Ja, was heißt denn das jetzt? Ja, wir nehmen den mit und reparieren den. Nein, machen den Besoffenen und schmeißen den See. Den Besoffenen hier, den können Sie direkt mitnehmen, der nervt mich nur noch. Alles klar. Packen Sie mit an. Die Karre, okay. Die ist. Da hinten dran an den Haken und hat keinen Besitzer, sagen wir wo mal. Wo ist der Haken? Welche Karre hat denn Besitzer? Hat aber auch keinen Schlüssel. Die da hat keinen Besitzer mehr. Die da? Ja. Nein, ja, die da. Ja, die da, ja. Jetzt wo tun wir die denn ja, hin? Dann verwahren wir die, klar, kein Problem. Ja, immer. Du musst okay. Immer verwahren. Magic-Tuch drüber und. Was denn? Alles klar. Bin bereit mitgenommen. Und ich guck mal, ob ich da eventuell nicht noch so ein schönes Gerät habe. Da wird einer mitgenommen werden, habt ihr gehört? Ja, nee, aber das ist versicherungstechnisch nicht. Doch, ich unterschreibe ihn was, dass ich das genehmige. Nee. Nee, nicht, pass ich auf. nee, das okay. Können wir so nicht machen. Hallo James. Passen Sie. Nein. Nein, passen Sie mal auf, hören Sie mal zu. Jetzt ziehen meine Jacke hinten ein bisschen hoch und dann unter den Gürtel machen Sie den Haken fest. Haben Sie verstanden soweit? Und dann? Ich habe verstanden, aber mache ich nicht. Ja, dann hören Sie doch mal zu, Mensch. So, dann war ich. Haben Sie zugehört? Mhm. Ja, wiederholen Sie, was ich gesagt habe. Und dann haben sie wieder aufgehört. Ja, bis wo gleich. War ich? Was habe ich denn gesagt? Ja. Irgendwas mit Gürtel. Ja, aber ja die machen den Haken an meinem Gürtel fest und schleifen mich. Nee. Ich kann nicht. Gut, Charlie, wir müssen los. Aber was ist denn mit dem Totalschaden, mit dem Auto hier? Den nehmen wir mit. Also, nehmen Sie mich auch mit? Wem gehört die Karre jetzt? Also, keinem von uns. Keinem von euch. Einem ehemaligen. Koppel den schon mal an. Die Mannschaft ist bei der Tankstelle, die gehört mir, aber ja. Das ist ja mit dem ehemaligen Mitarbeiter. Nee, sie nicht. Ich komme noch zu dem Fahrzeug bei der Tankstelle wegen, ne? Weil das meistens so. Ja, mach mal. Marius, mach mich mal fest hier. Gehen Sie da bitte weg. Weg hier. Aus! Auf, du Zipfelklatscher! Blaf dein Rausch aus! Mach Feierabend, Freunde! Genau. So, gucken wir erstmal. Jetzt muss das Ding hier runter, ne?
So. Haken kannst du nur oben. Ja, probier's einfach, keine Ahnung. Ich glaube, da hat jeder so ein bisschen eine andere Methode. Also ein ähnliches Ding bin ich in Deutschland auch gefahren. Die Knöpfe, ja? Die sind ein klein bisschen anders, aber. Ja. Ich glaube, der hängt schon, oder? Nee. Ja, ich glaube, der hängt schon. Doch, ich zieh schon mal an. Oder? Nee. Nochmal runter. Ich gebe den Jungs da mal kurz Bescheid, wir müssen kurz mitkommen zur Tankstelle. Ich will gar nicht. So. Haben wir losgelassen. Vielleicht muss ich weiter von vorne kommen. Richtig gerade von vorne, der richtig einhaken kann. Das kann sein, wer weiß. Okay, vor. Da dahin. Da dahin. Er hat ihn. Ich glaube, da hat jemand den Haken eingefettet, ey. Wie lange dauert das? Okay, danke. Ciao. Dilettante auch noch, hat er gesagt. Ja, genau, die steht da. Die steht da. Was sollen wir mit dem hier machen jetzt? Also ohne Witz, einfach für Warnung. Der und die Dilettante, ja. Die könnt ihr einfach verschwenden. Aber das machen wir nicht, dürfen wir nicht. Ja, halt, dann halt verwarnen, keine Ahnung. Also, den Habanero hier. Den Tante auch. Die gehören beide irgendeiner Person, die ausgereist ist. Ach so, verstehe. Alles Klärchen. Okay, ciao. Machen wir. Ciao. Ciao. So. Jetzt sind so. Wachköpfe. Jetzt müssen wir runter zur Grove Street eben. Mit dem Auto, hinten dran. Ja, ja, ja. Die nehmen wir. Die ist ja unterwegs eigentlich. Okay. Jungsweise. Das ist da bei dieser Tankstelle da unten in der Stadt, ne? Ja, genau. Wo man eigentlich nie hinfahren soll. Ganz genau. Oh, ich guck besser nicht in den Rückspiegel, das sieht komisch aus. Nee, immer den Blick nach vorn. Ja, richtig. Waren mit denen los? Also arg seriös wirken die ja nicht da. Nee, ne? Ob das überhaupt ihr Auto war? Hier, was wir gerade wegschleppen. Aber letzten Endes war es Verkehrshindernis, ne? Also wenn das mitten auf der Kreuzung da steht. Der hier schon, aber den anderen müsste rein theoretisch bezahlen, wenn wir den abschleppen sollen. Wird's zu doof, da ewig rumzumachen. Wir müssen ja eh nochmal hoch, dann kann er sie beide bezahlen. Erstmal zur Grove Street und dann später vielleicht noch. Ja, genau, müssen wir schon da. Stelle oder nochmal da oben hin oder so. Wir müssen an der Grove Street schnell gucken, was der da hat für Problem. Ich glaube mit Reifen, oh Gott. Achso, mit Reifen.
wie ich mitgekriegt habe, 2 Reifen oder so. Ja. Hier, yeah, 83. Ach, das hätten wir heute noch mal ansprechen können, wie das aussieht, da da mal. Keine Ahnung, das war da mal ein Turbolader in die Dinger einbauen oder so. Stimmt, ja. Das hätten wir heute noch ansprechen können. Selbst wenn wir sagen, wie sich hier einige Leute, die das wollen oder so, verzichten auf ihren Bonus, bis das denn finanziert ist oder so, ne? Und dann hat man den Turbolader ja drin. Ja, finanziell wäre das kein Problem. Ich weiß gar nicht, ob es halt technisch möglich ist, also. Ja, so ein Abgasturbolader beim Diesel müsste eigentlich gehen. Weiß jetzt nicht, wie gesagt. So, Jungs, wo seid ihr? Ortseinfahrt Los Santos. Okay, ich muss jetzt gleich zum Black Guardians Gelände, wir haben da eine Besprechung. Ist relativ wichtig wegen der Sache mit dem, ja, mit weiß. Mit dem Pedit, ja. Kram. Ja. Boah, ich rede gerade im Punkt, Entschuldigung. dementsprechend wäre es schön, wenn ihr euch ein bisschen beeilt. Und einer von euch bitte die Leitstelle übernehmen. Okay, aber warum sollen wir uns beeilen? Also machen weil, wir eh, aber... Also, weil hier jetzt gerade keiner ist, das ist jetzt nicht so schlimm, weil ihr habt so. Ja das Leitstellentelefon dann dabei. Ja. Ich mache jetzt hier gerade noch eben das Auto fertig von... so. Ja, du sagst den Leuten vor Ort, die sollen sich ein bisschen gedulden. Was willst du machen? Ja, wir haben noch mehr Außenaufträge. Wir sind noch zweimal hoch zum, noch einmal hoch zum Baumarkt sogar. Okay. Ja, dass du Bescheid weißt. Also wir sind noch ein bisschen unterwegs. Einer von euch einfach nur die Leitstelle übernehmen? Ich mach das. Jojo. Alles klar. Alles klar, dann ich sag dann Bescheid, wenn ich hier weg war. Alles klärchen. Achso, das habe ich schon genommen. So, die war gar nicht besetzt. Ah, okay. Also sie hatte, glaube ich, schon gesagt, sie hat das schon abgemeldet oder so. Ja, ja, okay, okay. Jetzt können ist uns nicht verreisen. Aber ich bin befördert worden, also theoretisch könnte ich jetzt so alleine fahren. Ja, rein theoretisch schon, ja. Praktisch auch, aber jetzt ist man schon zu zweit hier drin. So richtig wüsste ich jetzt aber auch nicht, was ich mit dem Auto hier mache, was ich hinten dran habe. Ja, also dann machen wir das jetzt zu zweit fertig. Genau, da könnte es mir noch mal zeigen, wenn wir das irgendwie verwahren. Wahrscheinlich, so. Wahrscheinlich lassen wir den jetzt, ja, vielleicht lassen wir da noch ein Ticket drauf machen von der Polizei oder so. Ach nee, keine Ahnung. Also, wir verwahren den einfach. Wie ich hier einen Totalschaden ins System reinkriege, das weiß ich, aber verwahren weiß ich jetzt nicht wirklich. Ah, das ist noch einfacher. Wie weit soll ich hier fahren? Kannst komplett reinfahren, wir haben ja ein Go. Hier hinten ist, glaube ich, ein Krankenwagen. Ist der umgekippt oder was? Ja, ach da. Ja. Schau mal an. Ach nee, da vorne steht ein Auto. Ich glaube, da vorne sind sie. Direkt richtig bis rein oder hier vorne? Ja, fahr bis da rein. Ey. Nur keine Angst zeigen. Gut, ich glaube, ich warte hier vorne bei der anderen. Ja, hier an dem Strich, da kannst du warten. Perfekt. So, ich frage mal, was los ist. Die bei ihr warten. Microphone activated. Okay, brauchen wir tatsächlich also 4 Reifen und ein bisschen Folie für die Scheiben. Okay. Hast du eine Seite, die andere? Ja. Ich habe mir gleich hier 2 hin, kann ich ja rollen.
Hast du so einen Werkzeugkasten bei für Werkzeug? Ja. Okay, denk schon. Dali, müssen wir kurz den Kofferraum aufmachen? Achso, ja. Drüben im Alpen. Alles klar, Tommy. Ja. Stimmt ja, stimmt ja. Ja, sonst klauen die Leute ja die Werkzeugkasten, wenn man das alles offen stehen lässt, ne? Da auf einmal alle weg. Reifen. Zack. Perfekt. Mach Kofferraum wieder zu, ne? Ja. So. Hier rauf. Das wäre gut, ja. Das hat er denn zwei Scheiben, ja. Vier Räder, ne? Ja. Zwei? Eine Scheibe. Ach nee. Ja, hier muss ja auch noch, ja, stimmt. Aber es ist ja nur Folie, die kann ich ja eigentlich schlecht berechnen. Machst du nur die Räder, das ist so, ja, wie eine Notfolie, ne? Richtig. Das sind 200. Reifen mitnehmen. Könnt ihr den mit euren Kran da rausholen? Uff. So, jetzt mal das. Okay, können weiter. Oh nein, ich glaube, das Auto ist abgefahren. Oder? Ja. Mal wieder mit dem super Haken hier. Ich glaube, den hat einer eingefettet. Der hält den mal hält er, mal nicht. Ja, das ist ein bisschen Mist. Komm schon, ja, jetzt hoch. Ja, ich glaube, jetzt habe ich ihn wieder. Ja, perfekt. So, wo jetzt? Jetzt zur Verwahrstelle. Soll ich dich leiten oder hast du schon eingegeben? Müsste die tatsächlich, glaube ich, erst irgendwie wieder einschalten. Ich habe mir die, glaube ich, ausgemacht. Ah, kein Problem. Hier rechts? Ja, können wir ja so machen, du leitest nicht.
Genau. Das ist aber auch was ganz anderes, wenn da noch was dran hängt hinten. Oh ja, hier wieder rechts. Ja, rechts, okay. Deswegen so ein bisschen mehr PS wäre schon nicht schlecht, ne? 500 Ringwert hat er gegeben, machen wir dann, können wir nachher halbieren. Also. Und wieder rechts, genau. Wieder rechts? Ja. So, jetzt. Da vorne und rechts. Ne, links. Ein bisschen eng. Irgendwo unter einer Brücke war die doch, oder? Ja, genau. Müssen wir hier rechts über die Brücke drüber. Also, ja, genau. Ist halt eine Brücke. Ich bin jetzt nicht mehr an der Werkstatt. Ja, so verstanden. Wir haben jetzt ein Auto gleich in der Verwahrstelle. Grove Street ist erledigt. Und jetzt müssen wir noch einmal zum Baumarkt kurz. Alles klar. ACLS, Bierschenk, hallo. Hier links. Gerade nicht. Wir sind gerade hier rechts, Charlie. auf dem Weg zur Verwahrstelle. Aber wir fahren von da aus zum ACLS, also in circa 3-4 Minuten. Ja. Kein Problem. Jo, bis gleich. Ciao, ciao. Muss ich das hier auf die Parkflächen hinstellen? Ja, genau, auf die. Genau so. Also fahren wir weiter. Und da vorne siehst du die gelbe Fläche schon? Ich habe schon mal mein Auto hier rausgeholt. Ja, genau, hier die gelb gestreifte, da müssen wir drauf. Dann hier das Auto ablassen. Moment. Und den Knopf zum Abkoppeln. Ey, lass los. Ja. So. So. Dann müssen wir da dran. Und dann, ähnlich wie wenn du es reparieren würdest, gehst du nur auf Verwahren halt, nicht auf Reparieren. Okay. Huch. Haben sie das schon abgeholt. Jetzt muss ich mal kurz was testen. Der Kofferraum ist zu, hast du gesagt, ne? Geh schon, ja. War noch zu. Kannst du nicht aufmachen? Vorstellen, dass es, Weil so die Türen, sind offen, ne? Ich hab bloß den Kofferraum wieder zugemacht. Ja, nee, das passt. Er hat nur gemeint, dass man mit der Brechstange anscheinend ran kann, aber irgendwie nicht. Gelabert. So, müssen wir jetzt einmal kurz zur Werkstatt. Bei uns ist ja auch ein Licht kaputt. Ja, stimmt. Kurz gucken, Moment. Da beim Froschquetscher, ne? Ich würde hier rechts fahren. Das ist eigentlich der beste Weg. Also komplett, nee. Nicht nach Navi, auf keinen Fall nach Navi. Ich würde hier rückwärts raus praktisch. Hier so? Ja, genau. Was, wohin? Ja, fahren wir einfach mal gerade weiter. Du sagst, okay. Genau. Und jetzt geht's hier links über die Bahngleise. Ja. Und dann wieder links, ne? Wieder links und dann nur noch geradeaus und sind wir da. Ich finde den halt sehr viel praktischer, den Weg. Also gut kenne ich mich noch nicht hier aus. Das ist dann schon mal gut, wenn man hat, der sich schon mit dem bisschen die Schleichwegen auskennt, die das Navi noch austricksen. Ja, richtig. Ich hab schon wieder 100 drauf. Vielleicht sind die anderen auch also kürzer, von vielleicht 1-2 Meter oder so, aber du brauchst ja deutlich länger zum Fahren, weil es halt irgendwie ein Haufen Kreuzungen und vielleicht noch Stoppschilder und sowas alles. Genau, genau. Sieht ja relativ gut aus. Ist denn schon wieder jemand am Hauptquartier? Lana, irgendwas. Höher hat sie verloren. Ja, dann machen wir das fix und dann machen wir noch eine neue Birne hier von dem LKW rein. Genau.
Wie sieht denn das aus, wenn der ACLS mit kaputtem Licht rumfährt? Scheiße, und hoffentlich hat die Polizei das jetzt gerade nicht gesehen, die hier steht. Aber nee, die haben angehalten. Und jetzt fahren sie wieder. Was hier? Nee. Nächste. Ja. Über langsam fahren. Hier kam ja schon öfter mal jeder entgegen. Mhm. Den Kunden. Ja. Jetzt hat's mich. Hallo. Ja, du willst dich ja eh zum Dienst melden. Ja, ja, aber es hat mich halt einfach. Frag nicht. Wusste gar nicht, dass ich meine Klamotten noch dabei hatte. Hi. Mira kommt mit einem Licht. Und ich melde mich wieder an. Alles klar. Dann können wir doch theoretisch wieder losfahren. Eigentlich schon. Wenn er sich anmeldet. Ja, warten wir mal, bis er wieder runterkommt. Okay. Mira, fährst du eben rein, Mira? Ja, hallo. Perfekt. Hi. Hallo. Uha. So, und dann könnt ihr nämlich... Ah, da ist Wolte schon. So. Ria anrufen, gucken, wo die sich rumtreibt, weil es vielleicht noch was zu klären gibt. Deswegen, bei irgendeiner Besprechung von Black Guardians, glaube ich. Ja, gut, dann werde ich jetzt Ria anrufen. Ach und. Oh Gott, ja. Oh nee. Was? Ich will davon nichts wissen. Richtig, du willst davon nichts wissen. Ich war mit Baker unterwegs. Ja, das dachte ich mir schon. Also ja, ich habe euch Charlie, ja komm, gesehen, dass wir machen das schön so. Okay, deswegen habe ich gerade zu deinem Kommentar, wenn man sich da bewirbt. Das mit dem Motorrad? Ja. Auch ja, dann nichts mehr entgegnet. Ich glaube, da ist eine Lampe kaputt beim Motorrad. Ja, okay. Ich habe gehört, der Herr von uns zum Fahrschüler hat sich beschwert. Microphone muted. Mucho SB, hallo, willkommen. Microphone activated. Ja, da aus. Also der Polizei ist heute Nacht nicht aufgefallen, dass da eine Lampe kaputt ist. Also der Polizei ist eben auch nicht aufgefallen, dass wir als ACLS mit jeder kaputten Lampe herumgefahren sind. Machen wir den Lackkratzer noch ein bisschen raus. Ja, ein Lämpchen ja. Ist relativ günstig. Licht, $10 mache ich gerade Rechnung. Kein Moment. Ganze $10? Ganze $10. Also. Oh Gott, ich werde arm. Hoffentlich gibt das Dispo noch her. Also bei $10, das wird schwierig. Dankeschön, dankeschön. Bitteschön. Ich hab meistens Geld dabei, wenn ich hierher komme. Die habe ich meistens auch bar dabei, ja. Ich hab über $100 bar dabei. Also aktuell habe ich 150 noch da bar dabei. Und ich glaube, sogar ein Reifen könnte noch kaputt gehen. Oh, nach dem ersten Abend hatte ich $2400 in der Tasche. Trinkgeld. $2400 nach dem ersten Abend Trinkgeld. Mhm. Okay, die wussten, dass du neu bist. Kann ich das sein? Ich habe auch eine Überweisung bekommen von $2000 noch. Und er hatte gesagt, gib mir mal deine Kontonummer. Krieg dir ein Willkommensgeschenk. Ich kann dir sagen, die meisten Leute schwimmen hier in Geld.
Ich sag mal so, ich hatte gestern zum Beispiel, wo ich zum Medical Center gegangen bin, wegen dem Erste-Hilfe-Schein, da hatte ich auch 500 Dollar in der Tasche und dann jemand getroffen, der wirklich neu auf der Insel ist. Da habe ich gesagt, hier, Sie können das besser gebrauchen. Ich habe ja hier einen festen Job und so, ne, also da brauche ich jetzt nicht. Ja, ganz ehrlich. Verhungern, banken. Ich habe das letzte Mal heute Mittag auf mein Konto geguckt, ne? Und guck so heute Abend irgendwann drauf und habe 11.000 Dollar drauf. Mehr oder was? Nee, insgesamt, also 6.000 Dollar mehr. Einfach nur dadurch, dass ich für die Fahrschule arbeite. Oh, nicht schlecht. So nebenbei. Nicht schlecht, ja. Ja, so, ich mach mich. Ja. Und man sieht sich, ne? Genau. Bei dir läuft mit dem Führerschein? Ja, ich muss mich erstmal ein bisschen erkundigen wegen Erste-Hilfe-Schein. Ja. Ob ich das irgendwie geregelt momentan kriege, weil momentan offiziell sagen sie nächste Woche Dienstag erst und. Ja, geil. Und ja. Ich sag's mal so, im ganz dringenden Notfall kann man den auch nachzeigen. Okay. Das also wusste wenn ich jetzt nicht, was mit Herrn Lahr da abgeklärt ist. Also ich hatte schon Geländefahrt und so eine Fahrstunde, ne? Ja, wenn dein Führerschein jetzt, keine Ahnung, morgen ausläuft. 20. Ja, da hast du ja noch ein bisschen Zeit. Aber 20. ist nicht Dienstag. Dienstag ist der 22. Ja, ich weiß. Ja, also im ganz dringenden Notfall können wir auch am 20. Eine Prüfung machen und dann zeigst du mir den am 22. vor. Ja, das kriegen ich wir bin ja, ich bin ja bei den Medics, ich sehe das ja, ob du den gemacht hast oder nicht. Ich versuche da ja noch irgendwie, ein Kollege hatte da gemeint, vielleicht kriegen wir da noch irgendwas gedreht, aber wäre auch nicht schlimm, wenn nicht, dann, ne? Ja, wie gesagt, im Notfall kannst du den auch machen, ohne Erste-Hilfe-Schein, da zeigst du nach. Okay, alles klar. Ja, gut, ich bin weiter. Wir müssen noch los, ja. Schönen Abend. Gleichfalls. Wenn man ich komme gleich, jetzt eine Stoßstange. Ihr fällig. Könnt sie... Ja, nee, das müsste schon gehen. Hallo, eben. Mira. Hallo. War das Auto schon mal her? Alles klar. Abend. Ciao. Ja, ist vielleicht nicht schlecht. Zack, eine Lampe geholt. Verdammt, welcher war das jetzt? Wollen Sie jetzt rausfahren? Eigentlich schon. Okay, dann fahre ich gerade zur Seite. Nee, jetzt nicht unmittelbar. Ich wollte bloß gucken, welche Lampe kaputt ist, aber... Ja, die, okay. So. Kein Sprit verschwenden. Ich mach's wieder aus. Oh, so. Clayton, hi, habt ihr auch was gehabt zum Reparieren? Nö, das ist noch so hier. Das ist ja mal hervorragend. Wurde befördert. Ich könnte auch alleine fahren, aber was soll ich da sagen? Wer ist nochmal zum Baumarkt? Die haben da irgendwo eine Dilettante, die man auch irgendwie da runterschleppen muss. Okay, und dann auch wieder in die Verwahrstelle tun. Auch in die Verwahrstelle, genau das gleiche in Grün.
Gut, ich bin in einem Funk erreichbar. Alles Lärchen. Und unterwegs kann ich ja auch mit der Karte hier vom ACS tragen. Falls die einigermaßen ansprechbar sind, dann kannst du denn auch die Abschleppgebühren halt berechnen, ne? Also der eine nicht, der stand ja eigentlich mehr oder weniger auf der Straße. Mhm. Aber der andere steht bei denen auf dem Hof. Wenn die den halt weghaben wollen, müssen sie halt ja zumindest die Anfahrt und das Abschleppen zahlen eigentlich. Okay. Alles klar. Naja, guckst du mal. Wenn sie nicht ansprechbar sind, lass einfach bleiben. Alles klar. Okay, okay. Wenn was ist, ich bin im Funk. Jo. Rumklackert. Eigentlich könnte man. Bisschen Musik anmachen. Ich muss, glaube ich, muss bald so und so mal im Busch gehen. AKA mal ein kleines Päuschen machen. Wo erstmal den anderen Wagen dann noch abholen. Diese Dilettante hier. Thank you.
noch jemand? Nö. Okay. Vielleicht. $3.44, ja gut. Wir probieren nochmal zu tanken. Vielleicht muss man den ja festhalten. Kannte ich zwar nicht so. Was ist da nicht in Ordnung? Vielleicht lieber mal anrufen. LSPD Notruf, guten Tag. Hallo, Charlie Force hier vom ACLS. Ich wollte mal fragen, haben Sie da gerade eine Meldung bekommen, dass da irgendwas $3 nicht bezahlt wurden? Oder? Nee. Okay, weil da mit der Zapfsäule, das hat komisch gestottert eben. Ja, ich weiß, die Fehler sind uns auch bekannt. Okay. Einfach mehrfach tanken, vielleicht mal die Zapfsäule wechseln und zwischendurch immer wieder bezahlen, falls Ihnen das auffällt. Alles klar, alles klar. Ich dachte jetzt bloß, dass da nicht, dass da irgendwas durchgerutscht ist und so. ACLS 03 oder 02, ne? Nee. Falls da eine Meldung reinkommt, können Sie auch beim ACLS anrufen. Ja, klar. Ihr seid jetzt noch im Dienst, ja? Wir sind jetzt noch im Dienst. Ja, ich weiß aber nicht, ob wir nach 0 Uhr großartig noch im Dienst sind. Nee, es geht genau um jetzt und zwar... die Frage ist, habt ihr jemanden vor Ort, der ein Gutachten ausstellen kann? Gute Frage. Moment, ich funke mal kurz, ob das geht. Ja, ja. Jemand da, der ein Gutachten erstellen kann? Ich schau mal nach, aber es glaube ich niemand da. Ich glaube, der Kollege, er guckt mal nach, aber er glaubt doch nicht. Das also ist erst mit Meisterdienst gerade möglich. Ich wurde gerade, ja, ich wurde jetzt zwar gerade befördert, aber ich bin noch kein Meister, also, ja. Und der Kollege funkt auch gerade, nee, da ist keiner mehr da. Also tatsächlich nur Meister können Gutachten, Unfallgutachten. Es geht um Folgendes, wir hatten hier einen Verkehrsunfall mit Fahrerflucht und bräuchten jemanden, der sich das einmal anguckt und einfach mal bezeugt, dass die Schäden, die angesagt wurden, auch Schäden sind. Also einfach nur ein handschriftliches Zettel für denjenigen, für die Person, das er in der Handhabe hat.
Ja, aber das sind die Gutachten und da müssen, haben wir auch extra einen Lehrgang für und so, ne, weil man da dann wirklich alle Sachen nochmal checkt und so, was da wirklich kaputt ist und abhaken muss. Weiß ich jetzt nicht. Also ich würde mir das nicht zutrauen und irgendwie da mit meiner Unterschrift irgendwas bezeugen, was ich eigentlich nicht darf und so, ne? Ja, natürlich. Das muss richtig sein. Und der Kollege meinte auch gerade, die höherrangigen, die sind leider auch schon nicht mehr im Dienst. Man könnte vielleicht versuchen, jemanden privat noch zu erreichen, aber weiß ich auch nicht, ob die da denn so einen Bock drauf haben. Nee, ich weiß zumindest, dass ihre Kollegin Dragoon gerade in einem wichtigen Gespräch steckt, das weiß ich. Ah. Und das ist, glaube ich, die einzige Meisterin, die momentan erreichbar ist noch. Und der Herr Olsen ist ja momentan verletzt. Ja. Ja, gut. Dann, geht's leider erstmal nicht, aber wenn irgendwie Reparaturen sind, können wir natürlich gerne helfen. Ja, es wäre halt, es muss wäre eben die Gutachten. Dann halt, es wäre halt die Aktion. Warte. Was ist, Sie wissen ja, was kaputt ist. Könnten es reparieren und daraus eine Rechnung erstellen. Und diese Rechnung ist kein Gutachten. Verdammt, wir brauchen Gutachten. Und da ist dann auch offiziell, da steht ein Autoclub Los Santos drüber und ist mit Unterschrift und so, ne, was richtig Rechtskräftiges, was man vor Gericht auch verwerten kann und so, ne, einfach nur ein Zettel bringt ja auch nichts. Ja, warten Sie mal ganz kurz. Hey, Willa. Fixe Frage, Entschuldigung, Kollege. Wollen Sie Anzeige erstatten? Gut. Ja, dann müssen... Dann eine Sache, wir brauchen dann auf jeden Fall ein Gutachten, aber davon ist momentan keiner da. Gut, machen Sie erstmal weiter, Kollege. Okay, ja, dann. Ja. Schönen Abend. Gut, dann weiß ich Bescheid und dann wünsche ich Ihnen noch einen erfolgreichen Tag. Vielleicht kommen wir gleich mit dem Moped mal vorbei. Alles klar. Ne? Gut, dann ruhigen Dienst auch Ihnen, ne? Jawohl. Tschüss. Tschüss. Turbo! Muss doch mindestens 80 auf der Autobahn fahren. Backup.
schnell erstmal Navi einstellen. Machen wir das hier unten. Polizei. Interessante Orte vielleicht. Nee. Charlie, hörst du mich? Ja, positiv. Ah, hervorragend. Wo bist du jetzt gerade mit dem Schlepper? Kurz vor der Verwahrstelle. Okay, einmal frei. Ne, nur weil gerade jemand der Busel nochmal angegriffen hat, ist dann demnächst irgendwie beim Arzelles unten. Ja, ich hatte auch eben mit Cops telefoniert, weil ich beim Tanken ein kleines Malheur hatte. Aber war wohl alles gut. Okay, alles klar. War doch hier, ne? Ja.
So. So, haben wir das. Einmal dicke Tante einlagern. Jo, Prinz Arnold. Danke für deinen Host. Ruckeln erschwert natürlich das vernünftige Fahren. Moment, da können wir auch gleich das Rundumlicht noch ausmachen. Hi. Hallo. Haben Sie Zeit, meine Wagen zu reparieren? Ist hier niemand? Oh, nee, wir hatten angerufen auf dem Firmentelefon, aber also ich dachte, Sie wären gekommen, deswegen. Ach so, na, weil eigentlich ist mein Kollege hier. Also ich habe Charlie gerade abgeholt, ein Auto. Ja, ich habe im Notruf angerufen und er meinte, dass du unterwegs bist und gleich kommst und das dann machen würdest. Okay, ja, dann bitte hier hinstellen, kriegen wir hin. Okay. Geh schnell noch das andere Auto einpacken. Dankeschön. Tabak eingepackt. So, Schlüssel. Abgeschlossen, so. Einmal eine schöne Tür, würde ich schätzen. Genau, vorne links Tür und vorne rechts Scheibe. Okay.
Dali? So. Ja, Charlie hört. Ah, hervorragend. Bist du schon wieder im AZS oben? Ja, ich kümmere mich gerade um die Kunden hier. Ach ja, hervorragend. Ne, ich wollte nur wissen, ob es gereicht hat vor 0 Uhr oder nicht. Ja doch, ich denke, das wird was. Spitzenmäßig. Gehst du danach nochmal in Dienst? Ich weiß nicht, soll ich? Bis dann. Soll nicht, aber wenn du möchtest, darfst du. Aber das weißt du selbst, jetzt haben wir ja gleich einen Rang. Okay. Auch keine Ahnung. Also ich werde nicht mehr in Dienst gehen, aber wenn du es machst, dann kannst du das Telefon an dich nehmen. Kannst du auch so in Dienst gehen und das Telefon halt mit dir führen, so wie wir vorhin geredet haben. Ja, stimmt, der Goldmann kommt noch vorbei, der hat noch ein Läppchen zu tauschen. Okay, so verstanden. Siehst du, hast du schon mal einen Auftrag? Das Lämple. Gerade noch Funk gehabt. Und schrauben wir mal die Küche noch an. Pontiac Firebird. Ja. Pontiac. Festdrehen. So. Wobei mir die Ansage kurz dann nicht so gefällt, aber das ist ja jedem sein eigenes Ding. Wer bekommt die Rechnung? Ich. Okay. Sind dann $40. Jupp. Jetzt gebe ich kurz in das Kartenlesegerät ein. Ich hätte den lieber so. Also persönlich würde ich den wahrscheinlich, was weiß ich, mit einer Zonenmotorhaube, aber dafür mit Sidepipes machen. Nö, ich finde das. So, gerade durch. Zack. Aber jeder wie er will. Alles klar, ja, danke eben. Schön. Gute Fahrt. Danke sehr. Danke. Gibt's ja die gesamte verschiedene Tuning da. Gute Fahrt. Danke. Was ein Trick. Ja, da sind schnell, falls ihr auch noch was wollen. Ich bin der Paul. Okay. Grüß dich. Bin Meister hier in der Firma. Ach so, okay. Herber, und ich fahre den Foodtruck. Das, was ich will, das müsste die Ria machen oder der Percy oder sonst was. Ein Gutachten zu meinem Motorrädle dahinter. Mhm. Aber ja, eben. Hatten auch noch ein paar Cops angerufen und wollten ein Gutachten haben. Ja, genau, haben. Das waren das Gutachten da. Zu dem Fahrzeug da drüben. Das ist das blöd, ich darf das halt dann nicht selber machen. Deswegen habe ich es jetzt nochmal hingestellt. Mach mit der Ria für morgen einen Termin aus und dann machen wir das schon. Okay. Und wie lief der Abend heute? Ja, ich wurde befördert. Juhu. Echt? Stück selber. Jetzt normaler Angestellter sozusagen, Mitarbeiter. Ach, dann gratuliere ich dir herzlich. Willkommen im Club. Also im Lade. Ja, kein Problem. Okay. Ich freue mich, ich fühle mich auch gut aufgehoben. Ja, manchmal ist halt ein bisschen. Fühlt man sich ein bisschen einsam hier. Ach, naja. Das wird schon. Ja. Aber ich schraube liebend gerne an Autos und deswegen, ich bin schon am Ziel meiner Träume angekommen. Mein Traumjob sozusagen. Ich brauche auch keinen anderen Job nebenbei. Habe ich auch recht lang gehabt und dann kam mir die Idee, den Foodtruck noch zu vielleicht mal zu bestücken, weil ich sonst ein bisschen auch gern noch nebenher koche. Hm. Na klar. Vielleicht entdecke ich auch noch ein Hobby, aber erstmal habe ich gesagt, nö, ich brauche bloß einen Job. Das reicht mir erstmal. Ja, gut so. Ich will jetzt auch nicht den teuersten Sportwagen fahren, deswegen ich komme gut über die Runden mit meinem Geld. Wir zwei fahren dasselbe Auto. Ich habe auch noch meinen Ingot. Wobei, ich hätte den schön Ingot fast gestern verkauft, dann so einen neuen Bürger. Echt? Weil das günstigste Angebot irgendwie bei dem Gebrauchtwagenhändler waren irgendwie 11.000 oder 13.000 und ich habe 4.500 bezahlt für meinen. Ach, der war noch aus den Beständen von Transport Inc. oder so, ne? Ich hab den von Herrn Braun. Achso, ja gut, dann hat er den günstig gehabt. Ja, der hat irgendwie 8.000 Neupreis, glaube ich, oder so. Und ja, 4.500. Ja, 4.500 war da Bombe, hat Angebot. Ja, optimal. Ich hab mir den damals neu gekauft. Da gab's den nicht im Angebot.
Aber ich mag den, der ist schön geräumig, fährt gemütlich über die Straßen, sieht schick aus. Schluckt nicht so viel Sprit. Ja. Mhm. Und im Notfall kann man am Stand auch mal geschwind in den Kofferraum reinlegen und ein Nägelchen machen. Ja, genau. So, Lille, dann geh mal geschwind um die Ecke, ja, bis gleich. Jo. Dann wieder. Da ist es. Sonnenwende. Channel switch. Ich starte mal gleich GTA neu. Du. Und ich mache auch ein kleines Bräuschen. Auf Toilette gehen und so. Oh, ich wieder da. I'm a lone wolf.
So. Da ist er wieder. Connect. Channel switched. Oh, hier noch eine Kippe. So, kurz da was reingeschrieben, ja, kommt nur noch einer. Nach der Kippe hier keiner mehr da ist, dann gehe ich hoch außer Dienst.
Microphone activated. Da ist er wieder. Oh, okay. Ja, falls du redest, vielleicht denkst du nur laut. Das könnte möglich sein. Also guck so mal, Telepathie. Neue Visitenkarte, cool. Ja, heute geliefert worden. Was? Na, Kaffeeflecken drauf? Scheißdreck. Fuck, besser nicht trinken. Ja, irgendwie sollte hier noch jemand kommen mit einem kaputten Licht, habe ich gehört. Mhm. Ich hab mir geschworen, wenn die Kippe alle ist, dann mache ich Feierabend. Weiß ja, ist ja ungewöhnlich, dass wir jetzt noch nach 0 Uhr aufhaben, aber da wollte wohl noch einer kommen. Schauen wir mal. Ja, wenn gleich Viertel nach 20 nach ist und der immer noch nicht da ist, dann. Und ich sage, küss mir die Füße. Ich möchte auch Feierabend machen. Ich denke mal, dadurch, dass die meiste Bevölkerung gewöhnt ist, dass nach 0 Uhr eigentlich nicht mehr jemand da ist, wird das auch nicht mehr so viel werden. Selbst wenn ich jetzt länger bleiben würde. Ja, stimmt wohl. Ich möchte ja jetzt auch nicht bloß rumstehen und die Wand angucken. Nee, vor allem wenn die anderen auch irgendwie in der Stadt unterwegs sind. Ach, da kommt noch ein defektes Licht. Grüß Gott, junger Freund vom ACLS mit dem schicken Hut. Ja. Ich brauche einen neuen Scheinwerfer vorne links, der ist kaputt. Das habe ich schon gerüchteweise gehört, deswegen bin ich noch hier. Ach, der Bierschenker hat angerufen, sehr schön. Okay, welche Seite war das nochmal? Habe ich jetzt gar nicht. Vorne links. Vorne links, okay, ich hole eine neue Birne. Super. So, nehmen wir uns da mal was. Ach, das Kennzeichen, Mensch. Ach, denk dir eins aus, das passt schon. Ist das jetzt vom Fahrer links gemeint, ja, mach, oder? Mach mal Elvins, ja. Achso, fahr mal zur Lackiererei gleich runter, such mal eine Farbe aus. Ich hole gleich noch eine Innovation ab, die sind da, die Motorrad-Heini. Die mal können gucken. Wir auch, vielleicht bei der Zulassung auch noch anmelden. Erstmal Motorhaube auf, dann kommen wir besser ran. Das war das Fahrerlicht, meine ich. So, ja, Fahrerseite, genau. Okay, gucken wir da mal kurz rein. Gut aus. Dann schauen wir das von hier. Drinnen macht sich das durch am besten. Darf ich auch Ihnen noch schnell meine neue Visitenkarte zukommen lassen? Selbstverständlich. Gehen wir mal her damit. Na, bitteschön. Mensch, Herr Heberle, da haben Sie aber nicht schlecht. Wer hat denn die gemacht für Sie, Mensch? Der Herr Delage, aber ich glaube, der hat irgendwie mit dem Design geschlammt. Ihr habt da irgendwie auf einem Prototypen mal eine Kaffeetasse stehen lassen und ein bisschen gekleckert und irgendwie. Verdammt. Okay. Er war bestimmt billig. Ja, das ist günstig. Günstig. Billig kauft, so, kauft 2 Euro. Ich würde dann einmal hier 10 Dollar in das Kartenlesegerät eintragen. Das heißt, Sie wollen gerne eine Überweisung haben. Müssen Sie nicht, aber... Nein, können Sie natürlich haben. So, ich ziehe einmal durch. Ja, alles klar. Zack. Danke. Super, vielen Dank blinkt. Für die Dienste blinkt später grün. Stunde, ne? Na klar, ja, gerne. Wenn es grün blinkt, ist super. Ja, dann... Ich mag grüne blinkende Lampen. Ja, ich auch.
Ist korrekt. Gut, die Herren, dann wünsche ich Ihnen einen schönen Abend. Ich muss leider Frau Fischer abholen, die ist nämlich irgendwo in den Bergen. Nicht? Ja, oh, Himmels Wille. Ja, na dann, ja. Junge Dame. Wieder auf Rehsuche wahrscheinlich. Ja, Glück auf oder so, würde ich sagen. Und ja. Ja, schönen Abend. Fahren Sie vorsichtig. Auch. Dankeschön. Tschüss. Ah, Zelis ist denn jetzt zu? Jawohl. Wir bestellen mir mal ein Taxi. So eins find. Ich kann da auch jemanden, also ich kann dich auch irgendwo hinfahren. Ja, warte mal. Wenn jemand findet, dann ist er recht, wenn ich ein Taxi hab. Müsste auch nur zur Firma wieder zurück. Vielleicht ist schon. Ne, keiner da. Kein Taxifahrer da. Wenn du in die Gegend müsstest, dann wäre es echt cool, wenn du mich mitnehmen kannst. Na klar. Moment, ich mache eben Feierabend. So. Kommt drauf an, wohin jetzt? Komme ich sicherlich dran vorbei. Na, im Norden bei Ab und Atoms. Ich glaube, das kenne ich noch gar nicht. Kennst du noch gar nicht? Ja, dann. Ich hab da im Norden, aber auch ein. Ich hab da im Norden, aber auch ein Hotel. Ich bin bei der Garage Weinwood irgendwas. Hills, nee. Garage Weinwood Hills? Das ist aber nicht richtig im Norden. Garage Weinwood West. West? Guck grad. Siehst du die Garage Weinwood? Hast du die schon mal gehabt? Taxizentrale, dann ein bisschen weiter westlich. Ja, Weinwood. Und wenn du da weiter die Straße weiterfährst, gen Westen, da ist ein Kaffeeröster. In der Mitte von der Insel ist die Kamera, die ist schon zu weit. Also, ach, da oben Atom, jetzt sehe ich's. Ja, da bin ich schon mal lang gefahren. Alles klar, ja, finden wir. So eine kleine Rakete. Doch, da bin ich schon mal lang gefahren, jetzt erinnere ich mich. Charlie. Mein Juden in Gott. Wo können wir hier rauskommen am besten? In Gott, ich habe bei mir schon extra Renngetriebe reingemacht. Demnächst lasse ich den Motor tunen. Dann schaffe ich es vielleicht mal mit 120 den Berg noch. Ach, so ist der schon ganz okay. Jo. Ist auch relativ sparsam, der schluckt dir nicht gleich die Haare vom Kopf und so. Na, und wenn man die Rückbank umklappt, dann ist der Kofferraum echt riesig. Mit 150 Liter, was man da reinpacken kann. Ein prima Auto, wenn man gerade neu in der Stadt ist und so, nicht teuer. Auch günstige Unterhaltskosten, wenn man jetzt noch nicht so die Kohle hat für so einen Van oder so. Da habe ich jetzt noch nicht mal die Kohle für so ein Van. Obwohl ich schon ein bisschen bei Marcellus arbeite. Aber wenn du dir auch die Leute so anguckst, die da. Ah, ne. Hier rum?
Ich bin in Gedanken gewesen. Macht nichts. Wenn du dir die Leute anguckst, die hier mit den fetten Autos rumfahren, die alle zwei Wochen oder alle zwei Tage einen Satz neue Reifen brauchen oder so. Was ist denn mit dem Ingurten? Da hat keiner gesehen. Wir haben nichts gesehen. Ich habe mich extra nochmal umgeguckt, keine Einsicht mit dem Wesen. Wenn auf der Autobahn, oh mein Gott. Wenn das mein Fahrlehrer wüsste. Hier jetzt recht drauf am Büschen. Ja. Jo. Und falls das Navi sagt, hier links, fahr lieber noch eine weiter hoch. Okay. Du kennst das Navi. Da ne, ja, da muss ich nicht so doll durch die Pampa da kreuzen. Hier dann wieder links. Dann sind wir schon auf dem Weinfurt Boulevard. Mit dem großen Kino und dem Walk of Stars. Bitte? Die große Hauptstraße. Mhm. Ja, hier schon am Walk of Stars. Und das große Kino. Da müssten wir auch mal eine Party machen. Wieso? Ja, genau. Kann die da was zum Essen spendieren oder was zum Trinken? Ach nee, muss das nicht war. Unbedingt. Nicht? Na gut. Ach nee, muss nicht unbedingt. Dann danke ich recht herzlich. Kein Problem, schönen ich Abend darf noch. Ja, ebenso. Tschüss. Tschö. Gucken, welches Hotel ich mir jetzt schnappe. Ach Gott, hier noch mal kurz was nachgucken. Ich bin ja nicht mehr im Dienst. Gut. Ist klar. Läuft kein Auftrag mehr. Ich gerade, welches Hotel ich mir schnappe. War ich in dem anderen da schon mal? Dem anderen war ich schon mal, ja, stimmt. Den gucken wir gleich. Und wo war doch noch eins? Also hier war ich schon, Opium Nights Hotel. Nee, Victory Hotel. Opium Nights Hotel war ich noch nicht. Warte mal. Vielleicht ist das so ein Billow Hotel, aber mal gucken.
So, gucken wir mal. Abgeschlossen. Ja, nehmen wir. Gut. Ja. Crash. Gerade Hotel bezogen. Channel switch. Laden wir nochmal neu, wir müssen ja ins Hotel rein. Aber letzten Endes, ich glaube, ich kann schon ausmachen. Ich gehe jetzt auch bloß ins Hotel. Ja. Dann sage ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns heute Abend. Tschüss.